ausgezeichnet. Vielen Dank. Ich würde jetzt am Anfang, Frau Warnecke wurde ja schon vorgestellt, hat sich selber vorgestellt als technische Beigeordnete, ganz kurz das Team um den Klimaschutzaktionsplan und letztendlich auch die Beteiligungsprozesse, die wir fahren, kurz vorstellen. Das ist seitens der Stadt Paderborn und vielleicht können Sie dann ganz kurz Ihre Kamera auch nochmal anmachen. Der Herr Helling, der Klimaschutzmanager der Stadt Paderborn, wenn Sie sich kurz zeigen. Da ist der Herr Helling, der sitzt auch in seinem Büro und hat ganz schöne Banner im Hintergrund. Und dann haben wir die Frau Kaiser, auch aus dem Team Klimaschutz, die auch ganz maßgeblich an dieser Stelle arbeitet. Auch Frau Kaiser, vielleicht können Sie sich kurz zeigen, dass Sie die Kamera einmal anmachen, dann sehen wir Sie auch. Klappt vielleicht gerade nicht. Moment, doch, jetzt. Ist Frau Kaiser, hallo. Genau. Und von unserer Seite ist Herr Berg dabei, den habe ich auch gerade schon mehrmals erwähnt. Herr Berg ist der hauptsächliche Ansprechpartner der Firma EPC, also mein Kollege, der hier zusammen mit der Stadt Paderborn diesen Prozess zum Klimaschutzaktionsplan steuert. Ja, und wir gemeinsam, ich habe jetzt natürlich auch im Hintergrund nicht alle Leute erwähnt, die sowohl auf unserer Seite als auch auf Seite der Stadt Paderborn arbeiten. Wir auf jeden Fall als Team sind im Moment dabei, den Öffentlichkeitsprozess im Rahmen der Erstellung des Klimaschutzaktionsplans zu gestalten. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass es heute zu dieser Auftaktveranstaltung kommt. Und wir freuen uns darauf, mit Ihnen gemeinsam diesen Prozess zu gestalten, heute und natürlich auch in den nächsten Wochen und Monaten, damit Ihre Stimme, Ihre Meinung in den Klimaschutzaktionsplan der Stadt Paderborn mit einfließt. Und wir starten damit heute eben in dieser Auftaktveranstaltung. Und im Rahmen dieser Auftaktveranstaltung wollen wir auch schon ein Stimmungsbild einholen von Ihnen. Und das machen wir im Laufe der Veranstaltung. Und unser Programm sieht wie folgt aus. Wir werden im ersten Teil einen Input haben. Wir freuen uns, dass die Frau Bierwirth vom Wuppertal-Institut einmal so aus der externen Perspektive die Rolle der Kommunen beleuchtet. Und zwar im Hinblick darauf, wie dringlich Klimaschutz aktuell ist. Das wissen wir alle, das hat sich in den letzten Wochen und Monaten nochmal gesteigert. Frau Bierwirth wird dazu einen Impulsvortrag halten. Dann wird anschließend Herr Helling, der Klimaschutzmanager, den wir auch gerade vorgestellt haben, aus Paderborn hier zum aktuellen Stand des Klimaschutzes in Paderborn einen Inputvortrag halten. Anschließend auf der nächsten Folie würde ich kurz das Beteiligungsverfahren vorstellen. Das heißt also das von mir gerade schon angesprochene Verfahren, wo wir Sie und weitere Akteure der Stadt Paderborn integrieren möchten, um Klimaschutzmaßnahmen auch mit Ihnen gemeinsam zu erarbeiten. Und dann freuen wir uns sehr, dass wir zwei Personen aus der Stadtgesellschaft in Paderborn gewonnen haben, die heute auch noch mal einen kurzen Input geben zum Thema, was läuft eigentlich zum Klimaschutz in Paderborn. Das ist einmal Herr Drewer vom IPEC-Institut und Herr Zauner von Parents for Future. Auch die beiden werde ich gleich kurz vor Ihrem Vortrag noch mal etwas genauer vorstellen. Und ich denke mal, das gibt uns einen schönen Einblick in die Aktivitäten, die aktuell schon, oder eine ausgewählte Aktivität, die aktuell schon in Paderborn laufen. Sie haben immer die Möglichkeit, nach einem Vortrag auch Fragen zu stellen, und zwar technische Fragen zu dem Vortrag. Eine kleine Diskussionsrunde würden wir dann aber am Abschluss der Vorträge machen, sodass wir dann auch noch mal etwas breiter diskutieren können. Im letzten Teil der heutigen Veranstaltung wollen wir Ihre Meinung einholen, und zwar so als Start der Beteiligung. Das nennt sich Deine Idee für den Klimaschutz. Wir haben eine Online-Befragung vorbereitet. Da müssten Sie Ihr Handy benutzen. Und zwar werden Sie dann auf eine Webseite geleitet, von der aus Sie unsere Fragen beantworten können. Und die Ergebnisse werden wir direkt auf dem Bildschirm zeigen. Das heißt, alles, was Sie abstimmen, alles, was Sie schreiben, wird direkt angezeigt, und das ist eine ganz schöne interaktive Sache, die uns auch hilft, den Startschuss zum Klimaschutzaktionsplan zu legen. Am Ende werden wir ein bisschen noch die Dinge zusammenfassen, die wir diskutiert haben, und so gegen 20 Uhr enden. Ich freue mich wirklich darauf, dass wir heute einen gemeinsamen interessanten Abend haben und den Startschuss für den Prozess entsprechend legen können. Ja, dann starten wir einfach mal in den ersten Input-Vortrag, und zwar Frau Bierwirth vom Wuppertal-Institut. Sie ist die Leiterin des Forschungsbereiches Stadtwandel, hat sich bereit erklärt, heute uns einen Impuls zu geben.
Ja, warum ist Klimaschutz jetzt besonders dringlich und wie sieht die Rolle von Kommunen aus? Natürlich hier gerichtet an Paderborn. Frau Birwitt, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben und Bühne frei für Sie. Ja, sehr viel, ganz lieben Dank, Herr Elmer. Und ganz herzlichen Dank auch für die Einladung, dass ich hier an dieser spannenden Auftaktsitzung direkt mitwirken darf. Genau, vielleicht noch ganz kurz zum Hintergrund. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das Wuppertal-Institut kennt, im ganzen Namen Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie. Und mein Forschungsbereich ist der Bereich Stadtwandel. Da wird das schon, glaube ich, relativ deutlich, dass ich mich also sehr, sehr viel auch mit Städten beschäftige und der Frage, wie Stadtentwicklung in eine nachhaltige Zukunft eigentlich aussehen kann. Das Ganze ist angesiedelt in der Abteilung Energie, Verkehrs- und Klimapolitik. Das heißt, wir gucken vor allem durch eine politische Brille und welche Gestaltungsmöglichkeiten und Unterstützungsmöglichkeiten Politik da auch hat. Die neue Dringlichkeit im Klimaschutz, die Rolle der Kommunen. Ich möchte einmal ganz kurz erläutern, warum ich diesen Titel vorgeschlagen hatte. Ich denke mal, viele von Ihnen, sonst säßen Sie wahrscheinlich auch gar nicht in dieser Runde, interessieren, sind irgendwie Klimaschutz interessiert. Aber diese neue Dringlichkeit, die sich durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts jetzt gerade nochmal verstärkt hat, dass die Ziele der Bundesregierung nicht ausreichen und so weiter, das Ganze macht sich ja fest an einem Konzept, das halt besagt, wir haben ein bestimmtes Emissionsbudget insgesamt weltweit. Und wenn man das dann also runterrechnet auf Deutschland, auf deutsche Ebene, dann sieht man halt, dass es ein Budget von etwa 6,7 Gigatonnen für ein Ziel von 1,75 Grad globale Treibhausgaserwärmung gibt oder eben 4,2 Gigatonnen von 1,5 bei 1,5 Grad maximale globale Erwärmung, wobei auch das immer noch mit Wahrscheinlichkeiten bestückt ist. Das heißt nicht, dass wir das dann auf jeden Fall erreichen, aber die Richtung stimmt auf jeden Fall. Und dieses Budget heißt also, wir können nicht theoretisch jetzt bis zu einem bestimmten Ziel ja einfach auf unserem Niveau heute bleiben und dann einen Cut machen und alles runterfahren, sondern wir müssen mit diesem Budget insgesamt über einen Zeitraum auskommen. Und je länger wir brauchen, um auf einen Reduktionspfad zu kommen, umso weniger Zeit, umso mehr reduzieren müssen wir in der Zukunft. Das sieht man hier auf diesen sehr vereinfacht dargestellten Grafiken auf der rechten Seite. Oder aber, je früher wir starten und je schneller wir es schaffen, die Treibhausgasemissionen zu senken, umso mehr Zeit haben wir dann noch am Ende, um gegebenenfalls auch die etwas kniffligeren oder vielleicht auch kleinteiligeren Sachen hinter uns zu bringen und so trotzdem das Ziel zu erreichen. Wenn man sich Deutschland jetzt anguckt, das sind jetzt die Emissionsentwicklungen seit 1990, das heißt, die sind schon also auch deutlich runtergegangen. Das ist jetzt hier eine Zeitreihe bis 2017 zwar nur. Aber da sehen wir schon, dass gegen Ende diese gestrichelte Linie, der eigentliche lineare Reduktionspfad auf den Zielen der Bundesregierung gewesen wäre, nicht an allen Stellen eingehalten wurde. Also das heißt, da wurde die Linie schon auch mal überkratzt. Und vielleicht erinnern sich auch manche von Ihnen daran, dass es 2019 noch hieß, dass wir unsere Zwischenziele in Deutschland für das Jahr 2020 nicht erreichen werden. Und dass also schon Strafzahlungen, die dann an die EU fällig wurden, eingestellt wurden in den Haushalt. Und was ist dann passiert? Wir haben die Klimaschutzziele 2020 erreicht. Allerdings war das eben nicht der Hintergrund auf einmal sehr ambitionierte, verstärkte Klimaschutzpolitik, sondern es war eine Corona-Pandemie, die uns erreicht hat und die ganz, ganz viele Bereiche im wirtschaftlichen, im Mobilitätsbereich runtergefahren hat, was letztlich dazu geführt hat, dass wir dieses Zwischenziel auf dem Weg zur Klimaneutralität eben doch erreicht haben. Das heißt aber, wir haben in den letzten Jahren einfach relativ, im Vergleich zu dem Budget, was wir haben, zu viel verbraucht an Emissionen, um diese linearen Pfad einzuhalten. Und das heißt, dieses ursprüngliche Ziel, ja, was lange im Gespräch war von 2050, das muss jetzt eigentlich immer näher rücken, wenn man auf diesen linearen Pfad rückt, eben um diese Übernutzung des Emissionsbudgets jetzt im Nachgang wieder zu kompensieren.
Und damit kommen wir eben auch auf die, auf dieses, das war mit Hintergrund eben des Urteils des Bundesverfassungsgerichts, dass Deutschland früher klimaneutral werden soll. Und dann hat sich die Bundesregierung gedacht, dann versuchen wir doch jetzt 2030 auf 65% weniger CO2 statt bislang 55% zu kommen und so weiter. Und die Klimaneutralität soll jetzt statt 2050, 2045 gelingen. Aber wenn man jetzt dann halt eben mal zurückdenkt, dass wir noch 2019 darüber diskutiert haben, dass wir diese 2050er-Ziele möglicherweise nicht erreichen werden, jedenfalls nicht in diesem linearen Pfad, dann sieht man, dass da schon noch eine Menge zu tun ist, um auf diesen ambitionierteren und diesen steileren Pfad, den wir jetzt brauchen, zu kommen. Das heißt, die Treibhausgasemissionen in Deutschland sind in den letzten Jahren gesunken. Das sind jetzt noch die alten Ziele, also die 2050er-Ziele, die das Umweltbundesamt hier abgebildet hat. Auch da wird schon deutlich, dass das relativ ambitioniert ist. Und jetzt noch ein bisschen früher heißt, da kommt einfach nochmal eine Dringlichkeit, da kommt einfach nochmal ein Ambitionsniveau, beim Ambitionsniveau eine Schippe drauf. Dass sie sinken, die Treibhausgasemissionen, das ist ganz wunderbar. Hat allerdings tatsächlich hauptsächlich etwas damit zu tun, dass wir im Ausbau der Erneuerbaren, obwohl das immer wieder heißt, wir kommen da nicht so richtig voran, doch immerhin so weit gekommen sind, wie wir schon sind. Denn wenn man sich dann wiederum den Energieverbrauch in Deutschland anschaut, dann sieht man, dass da nicht so wahnsinnig viel Musik ist. Also das heißt, wir pendeln da auf einem relativ hohen Niveau. Und das mit der Einsparung tatsächlich, das kommt nicht so richtig voran. Wobei man sich natürlich sehr einfach ausrechnen kann, je weniger Energie wir verbrauchen, umso weniger muss auch regenerativ ersetzt werden, umso geringer müssen Ausbauraten und so weiter und so fort sein. Also das heißt, da sind zwei Strategien, die noch nicht wirklich konsistent zusammenlaufen. Und es gibt auch noch eine dritte Strategie, die ich mal am Beispiel Gebäude deutlich machen möchte. Das ist eine Grafik, die ich mitgebracht habe, diese rote Linie, die zeigt sozusagen die Effizienzentwicklung im Gebäudebereich. Also sprich die Wärmedämmung, effizientere Heizungssysteme, all diese Maßnahmen, die man, glaube ich, ganz gut kennt. Und da sieht man, dass diese ganze Effizienzentwicklung im Gebäudebereich gut wirkt, denn diese rote Linie, die sinkt. Und sie beschreibt den Raumwärmebedarf pro Quadratmeter Wohnfläche. Also das, was ich Energie brauche, um meine Wohnung zu heizen. Wir haben aber gleichzeitig einen gegenläufigen Trend und das ist die gelbe Linie und das zeigt die Wohnfläche pro Person, die so ähnlich kontinuierlich ansteigt, wie die Effizienzgewinne eigentlich sind. Und das führt dann letztlich zu der schwarzen Linie, wo wir uns den Raumwärmebedarf pro Person angeschaut haben, die halt einfach relativ stagniert. Und das ist im Grunde auch was in vielen anderen Sektoren ähnlich aussieht. Das heißt, wir haben Effizienzzuwächse, die aber durch einen gewissen Mehrverbrauch an anderer Stelle kompensiert werden. Und deswegen dümpelt der Energieverbrauch auch auf diesem relativ hohen Niveau in vielen, vielen dieser Sektoren halt eben vor sich hin. Und in vielen Prognosen ist das auch ähnlich weiter vorgesehen. Und an dieser Stellschraube eben auch noch zu drehen, das spricht also nicht nur auf die Effizienz zu gucken und die Frage, wie können wir den Restenergiebedarf erneuerbar decken, sondern auch an der Frage, wo verbrauchen wir vielleicht auch einfach zu viel, wo müssen wir uns auch nochmal hinterfragen, was ist eigentlich auch genug? Wo ist dieser Zuwachs an Konsum, an Energieverbräuchen eigentlich gar nicht nötig, damit wir diese Ziele letztlich erreichen. Das ist sicherlich in vielen Bereichen noch eine Stellschraube, an der noch Luft nach oben ist. Das heißt, im Handlungsfeld Gebäude, das ist auch nochmal so ein ganz interessanter Einblick. Wir hatten auch eine Umfrage jetzt, so wie hat sich eigentlich das Wohnen unter Corona verändert? Das ist schon ganz interessant. Wir hören ganz oft davon, ja, das Einfamilienhaus, das ist noch unheimlich beliebt und deswegen muss das ganz viel weiter ausgebaut werden. Sicherlich haben viele von Ihnen diese Diskussion, da als es in Hamburg hieß, keine Einfamilienhäuser mehr in einem bestimmten Baugebiet, mitbekommen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich den Wunsch danach, adäquat zu wohnen, vielleicht auch im Grün zu wohnen. Es gibt aber eben auch die Menschen, die in großen Wohnungen, in großen Häusern leben, die das aber eigentlich gar nicht mehr
brauchen, weil zum Beispiel die Kinder schon ausgezogen sind, die sich sogar auch gerne verkleinern möchten. Also in unseren Umfragen sind das durchaus 20 bis 30% bestimmter Zielgruppen, die sagen, ich würde gerne anders wohnen, ich würde gerne kleiner wohnen, ich würde vor allem auch gerne gemeinschaftlich wohnen. Das ist ein großes Interessenfeld, was sich da gerade auftut. Bis zu 50% sagen, ich würde gerne irgendwie in irgendwie gemeinschaftlicher wohnen. Fühle mich eigentlich im Moment eher isoliert und habe Angst vor Isolation im Alter. Also das heißt, da das noch mal ein bisschen anders auch zu denken, die Frage, was muss ich eigentlich tatsächlich bauen, um auf der einen Seite familiengerechten Wohnraum frei zu machen und auf der anderen Seite aber adäquate Wohnangebote für andere Zielgruppen zu schaffen. Das ist noch mal so ein Austarieren, wo nach unseren Prognosen auf jeden Fall auch noch Luft nach oben ist in Sachen Klimaschutz. Ganz interessant wird das dann vor allem jetzt nochmal, auch das sicherlich ein Aspekt, der unter der Pandemie nochmal besonders deutlich geworden ist, nämlich die Frage der Nichtwohngebäude. Hier sind es jetzt vor allem die Bürogebäude, die da leer stehen, die aber ja nicht nur dann leer stehen, wenn wir im Homeoffice sitzen, sondern die auch dann leer stehen, wenn Büroschluss ist. Also das heißt, wie kann man auch die Nutzungsintensität sowohl in der Zeit als auch in der Art von Nutzung eigentlich, wie kann man Gebäude, das, was da schon steht, wo schon unheimlich viele Ressourcen und Energien gebunden sind, was kann man da für neue Ideen, für Kooperationen knüpfen, damit das, was wir schon haben, einfach besser und optimaler genutzt wird? Das ist auf jeden Fall auch ein ganz spannender Bereich, in dem es bisher meines Erachtens noch viel zu wenig Erkenntnisse gibt und viel zu viel auch Experimente gibt, die man da durchaus schön durchführen könnte. Ein anderes ganz wichtiges Handlungsfeld ist die Mobilität. Ich habe Kollegen und Kolleginnen, die sich viel, viel spezieller und viel konkreter noch mit diesem Handlungsfeld beschäftigen. Und ich denke immer, muss für die auch fürchterlich frustrierend sein, weil das eben der Sektor ist, wo die Emissionen und die Energieverbräuche immer noch steigen, statt zu sinken. Und die Frage aber ist ja auch, wie kann man eigentlich eine nachhaltige, eine umweltbezogene Mobilität ermöglichen? Es reicht halt eben nicht zu sagen, liebe Leute, lasst doch mal das Auto stehen, fahr doch öfter mal Fahrrad, wenn die Infrastruktur so aussieht wie hier auf der rechten Seite. Das ist jetzt aus meiner Heimatstadt Köln mal aufgenommen. Und das ist nicht unbedingt die Ausnahme. Und das heißt, es ist eben nicht nur eine persönliche Entscheidung, was ich machen möchte, wie ich wohnen möchte, wie ich mich fortbewegen möchte. Sondern es ist auch eine Frage von Rahmenbedingungen und Infrastruktur schaffen. Und das ist eben dann, und da wird es eben zwischen der Frage von, was kann ich alleine für den Klimaschutz tun und was kann die Kommune eben gestaltend und unterstützend mir dabei helfen, da wird es eben tatsächlich in diesem Zusammenspiel der verschiedenen Ebenen und der verschiedenen Aufgaben, finde ich jedenfalls, sehr interessant. Ein Projekt, was wir im Moment verfolgen, ist auch die Frage von Lebensqualität, lebenswerte Orte, Nachbarschaften und Straßen. Und da sehen wir, dass es eine Menge Menschen gibt, die sagen, na, meine Qualität vor der eigenen Haustür, die ist eigentlich nicht so dolle. Und ich hätte sehr gerne mehr Aufenthaltsqualität vor der eigenen Haustür. Und wie wir das umgestalten können, auch gemeinsam, also sprich mit den Menschen vor Ort, diese Ideen einzusammeln, das, was hier hoffentlich ja heute für Paderborn auch startet und letztlich dann in Kooperation mit der Kommune und vielleicht noch der einen oder anderen Förderschiene von Land oder Bund, wie man das dann auch entwickeln kann und umsetzen kann. Auch das ist ein unglaublicher Beitrag, wie gerade in städtischen Gebieten eine nachhaltigere Mobilität möglich ist. Das heißt, es ist Klimaschutz und auch vor allem immer auch im Zusammenhang mit dem Aspekt der Anpassung an die Folgen des Klimawandels im globalen Bereich. Wenn man das zusammendenkt, dann hat das auf einmal unheimlich viele positive Effekte. Das heißt, es kommen Aspekte dazu, wie eine aktive Mobilität ist natürlich gleichzeitig gesundheitsfördernd. Das heißt, eine Stadt wird auf einmal zu einem Ort, nicht nur wo Krankheiten bekämpft werden können, sondern wo Gesundheit erhalten wird, wo Lebensqualität gesteigert werden kann, vor allem auch bei diesem Begrifflichkeit der Umweltgerechtigkeit. Wer wohnt eigentlich wo und wie und ist wie belastet? Also wo habe ich eigentlich Zugang zu qualitätsvollen Außenräumen? Alle diese Aspekte sind eigentlich haben unheimlich große Synergien. Und wenn ich schaffe, das in eine integrierte Stadtentwicklung, die ganz klar Klimaschutz und Anpassung eben mit auf dem Schirm hat und das ganz klar als Leitbild mitverfolgt, dann kann
können viele Maßnahmen viel intensiver und in einer breiteren Akteursvarianz auch umgesetzt werden. Und ich habe jetzt schon mal gesagt, ne, also eine Kommune kann den eigenen Einwohnerinnen und Einwohnern helfen, sich umweltbewusster, klimabewusster zu verhalten, indem sie bestimmte Strukturen, Infrastrukturen und Systeme auch schafft und Angebote. Eine Kommune kann das natürlich nicht alleine. Also wenn, ich glaube nicht, dass es irgendeine Kommune gibt, die von sich aus tatsächlich klimaneutral werden kann, wenn drumherum wir eben mit bestimmten industriellen Systemen, mit globalen Verkehrssystemen und so weiter hantieren müssen. Das heißt, es ist also ganz klar ein Handeln auf allen Ebenen notwendig, ne? Also eine Stadt, eine Kommune braucht die Unterstützung von Land, Bund und EU. Sie braucht die Beteiligung und die Umsetzungswilligkeit auch ihrer Einwohner und Einwohnerinnen. Und letztlich ist sie aber auch die Gestalterin. Das heißt, die Kommune, Frau Warnecke hat es eben schon gesagt, sie ist sich ihrer Vorbildfunktion bewusst, die Stadt Paderborn, und sie setzt da schon eine Menge um. Kann es nicht alleine, aber wenn es gelingt, als in dieser Sandwich-Position tatsächlich diese Belange und Bedarfe unterzubringen, dann ist auch eine Entwicklung in Richtung einer klimaneutralen Kommune möglich. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Bierwirth, für den interessanten, sehr detailreichen, aber auch wieder sehr übergreifenden Vortrag zum Thema Klimaschutz und zu den Handlungsfeldern und auch den interessanten Einblicken in die Synergien und in die quasi Interdisziplinarität von Klimaschutz. Es hat im Chat ein, zwei Kommentare gegeben. Herr Steinmüller hatte sich geäußert. Zum einen hat er nochmal hervorgehoben, dass die Gebäude einen sehr hohen Anteil an den Emissionen haben. Ich denke, das ist unstrittig, dass das so ist. Und er hatte nochmal darauf hingewiesen, dass natürlich die Frage der Verursachung, also die verursacherbezogene Darstellung, eine ganz besondere Bedeutung hat. Aber ich denke, das ist auch nochmal klar geworden. Vielleicht, Frau Bierwirth, können Sie da auch nochmal ein Wort zu sagen? Ja, es ist immer, also Bilanzierung gibt es auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Also welchen geografischen Fokus gucke ich mir an? Gucke ich mir Quell- und Zielemissionen an oder gucke ich mir ein bestimmtes Territorium an? Also das heißt, da gibt es viele Varianten, wie man Emissionen und Energieverbräuche darstellen oder bilanzieren kann. Diese Darstellung vom Umwelt- und Bundesamt ist halt eine. Ja, danke schön dafür. Frau Bierwirth ist so nett, dass sie uns in der gesamten Veranstaltung heute begleitet. Das finde ich toll, weil dann ist die Möglichkeit gegeben, dass wenn Sie später noch Fragen haben zu Ihrem Vortrag oder natürlich auch zum Thema allgemein, dass Frau Bierwirth nach wie vor als Ansprechpartnerin auch da ist. Ja, deswegen würde ich sagen, erstmal herzlichen Dank an dieser Stelle. Wir kommen später wieder auf Sie zurück. Und ich würde jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt überleiten. Und zwar gehen wir jetzt von der übergreifenden Darstellung der Klimaschutznotwendigkeiten auf die Stadt Paderborn. Herr Helling als Klimaschutzmanager hat da einen guten Einblick und der wird uns zum aktuellen Stand der Klimaschutzaktivitäten in Paderborn berichten. So, ja, von meiner Seite auch nochmal ein Hallo in die Runde. Ich freue mich sehr, dass Sie da heute so zahlreich erschienen sind. Mein Name ist Tobias Helling und ich bin in der Stadt Paderborn der Ansprechpartner für den Bereich Klimaschutz. Frau Warnecke hat ja eingangs schon erwähnt, was in der jüngeren Vergangenheit hier an Projekten schon realisiert wurde und ich werde jetzt einen kleinen Blick in die Gegenwart und in die Zukunft werfen. Zu den Folien, die ich heute mitgebracht habe. Ich werde einen kleinen Einblick geben, worum es im Klimaschutz geht, dann die Ausgangssituation in Paderborn beleuchten und unser Projekt, die Erarbeitung des Klimaschutzaktionsplans Paderborn vorstellen. Am Ende werde ich noch einmal kurz auf unseren neu einberufenen Beirat eingehen und einen kleinen Ausblick geben. Nochmal ganz plakativ dargestellt, worum geht es im Klimaschutz? Wir haben alle Energiebedarfe, ob jetzt als privater Haushalt oder als Industriebetrieb. Lässt sich grob zusammenfassen, wir brauchen alle Wärme, wir brauchen alle Strom und wir brauchen alle Mobilität. Und schaut man sich das mal an, kann man sehen, Wärmebedarf zur Hälfte, Strom zu 21% und Kraftstoffe zu 26% am Gesamtenergiebedarf. Und der Anteil an erneuerbaren Energien ist ja aber beim Strom
mit 37% und bei der Wärme mit mageren 2,5% vertreten. Das heißt, dass unser Energiebedarf zu einer ganzen Menge Emissionen führt. Bilanziert man das für das Jahr 2018, das ist unsere aktuellste Bilanz, für das gesamte Stadtgebiet kommen wir auf ungefähr 1,3 Millionen Tonnen CO2. Schaut man da nach Sektoren, dann kann man erkennen, dass private Haushalte und Verkehr hier 25% der Emissionen jeweils emittieren, kommunale Einrichtungen mit 2% dabei sind, die Industrie mit 41% und Gewerbehandel, Dienstleistungen mit 7%. Und hier kann man schon erkennen, warum es für uns auch wichtig ist, die Bürger in den Prozess mitzunehmen, weil Verkehr und private Haushalte, das ist definitiv ein Teil, wo jeder seinen Beitrag zu leisten kann. Und das Ziel im Klimaschutz ist es ja, Emissionen zu verringern. Und wie machen wir das? Wir haben an der Stelle eigentlich drei Optionen. Option Nummer eins ist Emissionen vermeiden. Ich kann mit dem Fahrrad statt mit dem Auto fahren. Option Nummer zwei ist Effizienzsteigerung. Ich kann mein Gebäude dämmen und so durch weniger Energie verbrauchen. Und Option Nummer drei, den Teil an Energieverbrauch, den ich nicht vermeiden kann und auch nicht reduzieren kann, muss ich durch erneuerbare Energien ersetzen. Und das ist dann die Energiewende, die ein oder der wichtigste Punkt im Klimaschutz ist. Gucken wir mal in die aktuellen Daten. Frau Bierwirth hat es in ihrem Vortrag auch schon mal angesprochen. Ich orientiere mich hier mit der Rechnung an dem Budgetansatz und habe einfach mal für Paderborn die letzten 10 Jahre hier grafisch dargestellt. Von 2010 bzw. von 2008 bis 2018 sind das die realen Emissionen, die wir bilanziert haben für die Stadt. Und da kann man erkennen, dass sich pro Jahr unsere Emissionen um 20.000 Tonnen pro Jahr gemindert haben. Das heißt ungefähr minus 1,2% pro Jahr. Und die Ziele von Paris lauteten ja im ungefähren Wortlaut, die globale Erwärmung soll unter 2 Grad, deutlich unter 2 Grad gehalten werden, bestenfalls 1,5 Grad. Und die Wege habe ich hier mal skizziert für Paderborn. Für das 2-Grad-Ziel würde uns die CO2-Neutralität in etwa im Jahre 2053 erwarten. Für das 1,75-Grad-Ziel müssten wir Richtung 2040 CO2-neutral werden. Und für das 1,5-Grad-Ziel, wo sich die Ländergemeinschaft ja zu bekannt hat, Mögliches zu unternehmen, dieses auch zu erreichen, müssten wir im Jahre 2028 CO2-neutral werden. Und wenn man sich jetzt mal die Reduktionen, die pro Jahr dafür realisiert werden müssten, anschaut, kann man schon sehen, dass zu dem aktuellen Ist-Zustand noch eine gehörige Lücke klafft. Wenn wir auf dem 2-Grad-Pfad bleiben oder auf den 2-Grad-Pfad uns bewegen wollen, müssen wir unser Engagement ungefähr verdoppeln. Für den 1,75-Grad-Pfad verdreieinhalbfachen und für den 1,5-Grad-Pfad verneunfachen. Und um Ihnen da mal ein Beispiel zu geben, was das heißen würde, wenn wir jetzt wirklich sagen 1,5 Grad. Ab 2028 wird in Paderborn keine einzige Gastherme mehr einen privaten Haushalt beheizen. Und wenn man mal rechnet, wir haben 30.000 Wohngebäude, das heißt, schätzen wir mal 25.000 davon müssten saniert werden, entspräche das ungefähr 3.300 Sanierungen pro Jahr oder einer Sanierungsquote von 11%. Und wir befinden uns gerade ungefähr bei 0,8%. Und anhand dieser Werte kann man schon erkennen, wie dringend der Handlungsbedarf ist und wie massiv diese Anstrengungen werden, die in diesem Bereich auf uns zukommen werden. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann man sowas bewerkstelligen? Und an dieser Stelle ist ein wichtiges Projekt oder ein wichtiger Baustein auf diesem Weg die Erarbeitung des Klimaschutzaktionsplans. Denn es soll ein Werkzeug entstehen, was an einer Stelle zentral erstmal alle bisherigen Klimaschutzaktivitäten zusammenfasst, die Aufgangslage und aber auch die Zielsetzung adäquat darstellt und anhand der Zielsetzung auch ableitet, was für Maßnahmen notwendig sind, um dieses Ziel zu erreichen. Und ein ganz wichtiger Aspekt bei der Geschichte ist, dass dieser Klimaschutzaktionsplan handlungsorientiert sein soll. Nicht nur die Potenziale aufzeigen, sondern auch direkt aufzeigen, wie diese Potenziale gehoben werden können, welche Akteure beteiligt werden können, welche wirklich konkrete Zielsetzungen die einzelnen Projekte beinhalten, welche Emissionsreduktionen damit einhergehen können, um einfach diesen ganzen Prozess auch zielgerichtet steuern zu können und die Projekte als erstes zu bearbeiten, von denen wir uns die meiste Emissionsminderung erwarten können. Und
Wie auch eingangs schon erwähnt, ist natürlich an dieser Stelle die Einbeziehung der Akteure auch ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Denn wir als Kommune können, wie Frau Birwitt schon sagte, die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Aber auch nur, wie man beispielsweise am Projekt in Schloss-Neuhaus mit der Abwärmenutzung bei Bendler gesehen hat, nur einen Teil des Puzzles abbilden und sind auf die Einbeziehung der Akteure angewiesen an dieser Stelle. Zum Maßnahmenkatalog. Der wird gegliedert in 8 Handlungsfelder insgesamt, die allesamt für den Prozess des Klimaschutzes von hoher Bedeutung sind. Als erstes und zweites Energiewende im Strom- und Wärmesektor als wichtige Säule, klimafreundlicher Gebäudebestand als wichtiger Teil in der Energieeffizienzsteigerung und einfach dafür zu sorgen, in Zukunft weniger Energie generell zu brauchen, die wir erneuerbar erzeugen müssen. Mobilität und Verkehr, wie eben schon gezeigt, mit 25% Teil unserer Bilanz, auch ein sehr wichtiger Sektor. Klimafolgenanpassungen dahingehend, dass wir natürlich Auswirkungen des Klimawandels spüren werden und uns fragen müssen, wie wir im städtebaulichen Kontext diese berücksichtigen können. Kommunale Rahmenbedingungen zielt darauf ab, was können wir als Kommune machen, um die Rahmenbedingungen so günstig zu halten, dass die Leute klimafreundliche Angebote auch annehmen. Kommunikation als weitere wichtige Säule, denn diese ganzen Erkenntnisse, die wir in diesem Erstellungsprozess sammeln, sind natürlich auch weiter zu vermitteln und das Wissen ist zu teilen. Und als letzter Punkt, auch wenn es nicht direkt in unseren Bilanzen auftaucht, natürlich klimafreundliche Lebensweisen, denn auch durch den privaten Konsum und durch die privaten Verhaltensweisen haben wir natürlich sehr viel Einfluss, wie unsere CO2-Bilanz aussieht. Kurz zusammengefasst, es gibt schon viele Konzepte, die hier seitens der Stadt erarbeitet wurden, wo auch schon viele Maßnahmen vorhanden sind und sehr viel Projektpotenzial versteckt ist, beziehungsweise erarbeitet wurde und jetzt umgesetzt werden muss. Und diese ganzen Sachen sollen im Klimaschutzaktionsplan zusammengefasst werden. Und als Verwaltung oder als Stadt kann man natürlich da auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Von daher ist es uns sehr wichtig, dass wir auch die Öffentlichkeit und auch die Ideen der Öffentlichkeit mitnehmen, um da ein möglichst vollumfängliches Bild zeichnen zu können, was wir an Handlungsoptionen haben und uns überlegen können, wie wir die strategisch am klügsten ausspielen können. Zu vorletzt möchte ich noch mit Freude verkünden, dass der Fachausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität am 19.05.2021, also noch ganz frisch, den Innovationsbeirat um Klima und Energie eingerufen hat. Ausgangslage ist, es wurde ja jetzt schon so ein bisschen deutlich, dass Klimaschutz keine ganz einfache Aufgabe ist, sondern ein sehr komplexes Problem. Und je intensiver man reingeht, desto weiter fächert sich der Fächer auf an Möglichkeiten, die es gibt und Entscheidungen, die man treffen muss. Und von daher sind wir sehr froh, dass wir uns da quasi mit der Unterstützung von Wissenschaft uns dem Herangehen an dieses Problem nähern können. Und der Beirat hat mehrere Aufgaben. Zum einen eine Beratung für die Erstellung und Umsetzung des Klimaschutzaktionsplans, aber auch das Einbringen von Impulsen und Vorschlägen. Denn wer in der Wissenschaft arbeitet, arbeitet am Puls der Zeit und sieht auch vielleicht manche Entwicklungen schon etwas weitsichtiger voraus. Und das sind für uns natürlich auch wertvolle Tipps, wenn wir strategisch effizient hier auf städtischer Ebene handeln wollen. Abgedeckt werden sollen die Themenbereiche Energiewende im Stromsektor, Energiewende im Wärmesektor, klimafreundlicher Gebäudebestand, Mobilität und Verkehr und Klimafolgenanpassung. Das war kurz zusammengefasst ein kleiner Einblick in die Aktivitäten unserer Stadt und vielleicht noch einen kleinen Ausblick auf die nächsten Jahre zu schaffen. Die Öffentlichkeitsbeteiligung sind wir jetzt gerade im Auftakt und da freue ich mich auch sehr drauf, was da für Impulse aus der Bevölkerung kommen. Aber ein wichtiger Punkt ist die Identifikation von Projektpotenzialen und Akteuren. Denn wenn wir keine Projekte haben, die wir umsetzen oder keine effizienten Projekte, dann werden wir diese Steigerung des Engagements im Klimaschutz, das wir brauchen, um diese Absenkpfade zu erreichen, werden wir das so nicht hinbekommen. Dann natürlich im Frühjahr nächsten Jahres die Fertigstellung des Klimaschutzaktionsplans. Begleitet von einer Öffentlichkeitsarbeit und einer Gründung eines Akteursnetzwerks, denn diese ganzen Gesprächsfäden, die jetzt im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit gesponnen werden, sollen nicht abreißen, sondern wir möchten auch in Zukunft einen regen Austausch zum Thema Klimaschutz haben, sodass sich Ideen oder gute Ideen auch durchsetzen können. Kooperation mit Wirtschaft und Wissenschaft,
werde ich an dieser Stelle nicht mehr erläutern, spricht für sich selbst. Und aber auch in Zukunft, selbst wenn im Frühjahr nächsten Jahres dieser Klimaschutzaktionsplan fertig ist, können wir nicht die Füße auf den Tisch legen und sind fertig, sondern dann geht es wirklich in die konkrete Umsetzung und auch die Fortschreibung. Das heißt, wir müssen wieder neue Projekte akquirieren, die Projekte, die wir im Klimaschutzaktionsplan haben, konkret in die Umsetzung schieben und auch gucken, ob quasi das, was wir an Projekten umsetzen, in Summe reicht, um die Ziele, die wir uns selbst stecken wollen, zu erreichen. Und zusammengefasst lässt sich sagen, ich habe mich in letzter Zeit sehr viel mit dem Thema beschäftigt. Es gibt in Paderborn unglaublich viel Potenzial und jetzt ist es an der Zeit, dieses Potenzial auszuschöpfen und ich freue mich, das hier zu machen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Für Fragen gibt es die zentrale E-Mail-Adresse klimaschutz@paderborn.de. Da sind wir als Ansprechpartner für Sie gerne zur Verfügung. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Helling. Das war eine Punktlandung, fast auf die Minute. Das ist super. Es gab einen Kommentar von Herrn Schurwanz, den würde ich wie folgt zusammenfassen. Wir brauchen natürlich auch Energieaufwände für die Infrastruktur der Energiewende selber. Das steht in dem kleinen Kommentar, der dann natürlich auch jeweils zu einem CO2-Ausstoß führt. Ich würde dazu sagen, ja, aber natürlich muss das durch die Energiewende selber überkompensiert werden. Dafür machen wir die Energiewende. Ich denke mal, Herr Helling, auch in Paderborn werden alle Energieaufwendungen, die in die Infrastruktur der Energiewende gesteckt werden, letztendlich sollen sie ja dazu führen, dass wir sehr viel mehr Energie sparen in Zukunft beziehungsweise auf Erneuerbare umstellen. So würde ich das zumindest zusammenfassend sagen. Ja, der Herr Schurwanz hat da natürlich schon recht. Wenn man sich die Lebenszyklusanalyse von einem Windrad anguckt, dann ist natürlich auch Windenergie auch letztendlich nicht CO2-neutral. Aber um mal vielleicht so die Relation zu nennen, eine Kilowattstunde von dem Bundesmix, den wir hier gerade aus dem Netz ziehen, hat ungefähr einen CO2-Fußabdruck von 450 Gramm pro Kilowattstunde, wenn ich mich gerade recht entsinnen kann. Und ein Windkraftwerk steckt mit 17 Gramm zu Buche. Also letztendlich so ganz CO2-neutral können wir es auch nicht schaffen, aber wir können auf jeden Fall versuchen, alles Mögliche zu unternehmen, um in diese Richtung zu gehen. Mhm, gut. Ja, dann schauen wir mal, wer mit uns geht in diese Richtung, weil das sind ja alle oder viele, hoffentlich sehr viele Paderbornerinnen und Paderborner. Und wir haben auch noch mal ein Meinungsbild eines gebürtigen Paderborners eingeholt, der jetzt heute nicht bei uns sein kann persönlich, der sich aber hier mit einer kleinen Botschaft an uns wendet. Und ich würde einfach sagen, Film ab. Ja, hallo erstmal. Ich weiß gar nicht, ob Sie es wussten, aber ich freue mich sehr, hier einen kleinen Beitrag zum Klimaschutzaktionsplan der Stadt Paderborn zu leisten. Meine Heimatstadt, wie eigentlich jeder weiß, in Deutschland. Und ich finde das total klasse, muss ich wirklich sagen. Also als ich davon gehört habe, habe ich sofort zugesagt. Und es ist ja auch so, dass der Bürger sich beteiligen soll und kann und ja auch sollte. Ich kann zum Beispiel sagen, ich habe mir vor anderthalb Jahren eine riesige Solaranlage aufs Dach gepflastert und so eine 14 kW-Anlage. Und da habe ich dann abends dann ja, so eine schöne Licht- und Energieernte von ja, jetzt zurzeit so 30 kW. Ist schon gut. Man muss natürlich dazu sagen, hier im Rheinland, wo ich jetzt ja leider lebe, wegen meiner Bekannten, scheint die Sonne natürlich schon ein bisschen mehr als in Paderborn. Ne? Das muss man schon sagen, aber dafür habt ihr das Drei-Hasen-Fenster. Dagegen schmiert der Rheinländer natürlich voll ab mit seinem Kölner Dom. Naja. Aber wie gesagt, man kann auch selber viel machen. Ne? Man kann viel zum Klimaschutz beitragen. Wie gesagt, wir haben diese Solaranlage, aber wir leben auch überhaupt bei uns in der Familie jetzt absolut nachhaltig. Ne, nee, wirklich. Also wir schmeißen auch gar nichts mehr weg. Wir haben auch überhaupt keine Biotonne mehr bei uns. Deswegen gibt es bei uns halt jetzt immer Eintopf.
Neulich hat meine Bekannte mal wieder einen ganz leckeren gemacht, so aus so Kartoffelschalen, Käserinde, Salamiresten, altem Sellerie und Himbeerjoghurt. Also ganz lecker. Ja, so einfach geht das. Bis bald. Ja, das war Rüdiger Hoffmann, Ihnen allen wahrscheinlich gut bekannt. Engagiert sich für den Klimaschutz, engagiert sich für den Klimaschutz in Paderborn. Das freut uns. Er unterstützt uns, wünscht uns alles Gute und vielleicht möchte der eine oder andere von Ihnen ja auch mal diese Suppe nachkochen, die er hier angesprochen hat. Vielleicht ist sie ja wirklich toll. Ja, ein kleiner Gruß aus der Ferne in die Heimat. Ich denke mal, das ist ein schöner Auftakt. Und ein Auftakt in den Prozess, der jetzt auch schon mehrfach angesprochen wurde, zum einen von Frau Warnecke, aber auch direkt von Herrn Helling. Und ich würde jetzt an der Stelle Ihnen diesen Prozess noch mal kurz nahebringen. Wir von der Firma EPC sind ja zusammen mit der Stadt Paderborn jetzt aufgerufen, diesen Prozess, diesen Beteiligungsprozess zu gestalten. Und erste Folie würde ich gern mal zeigen. Und zwar die Beteiligungsformate, die wir vorhaben. Wir haben unseren Prozess in verschiedene Phasen geteilt. Man kann ruhig schon weiterschalten, damit die ganze Folie sichtbar wird. Ich glaube, das ist ganz schön. Wir haben einmal die Startphase, in der sind wir jetzt mit der heutigen Auftaktveranstaltung, in der wir das Projekt Klimaschutzaktionsplan vorstellen wollen, in der wir aber auch die Beteiligung starten. Es gibt parallel aktuell einen Online-Dialog, und zwar im Zeitraum vom 28.05. bis 13.06. Und da hatte ich jetzt auch nochmal die Adresse eingeblendet, unter der das zu finden ist. Wenn du noch einmal klickst, Jaron, nein, schade nicht, auf der Folie ist das jetzt nicht drauf. Das ist auf der neuen Webseite klimaschutz-paderborn.de finden Sie unseren Online-Dialog und zwar können Sie dort unter Mitmachen klicken und dort sehen Sie eine Rubrik, in der Sie Ihre Beiträge bringen können zum Thema Klimaschutz in Paderborn. Das zeige ich gleich noch mal etwas genauer. Dann würden wir nach der Startphase in drei Workshops hineingehen zu verschiedenen Themen. Einmal das Thema klimafreundliche Lebensweise, dann das Thema Klimafolgenanpassung und klimafreundliche Gebäude. Es ist so aufgebaut, dass diese Workshops natürlich unter Beteiligung möglichst vieler Bürgerinnen und Bürger, Akteure der Stadtgesellschaft stattfinden sollen. Und wir haben es so aufgeteilt, dass wir das von einer relativ allgemeinen Ebene, klimafreundliche Lebensweise, immer ein bisschen konkreter machen, immer ein bisschen weiter auch in die Details hineingehen. Und nach der Sommerpause würden wir dann noch zwei Fachgespräche anbieten, einmal zum Thema klimafreundliche Wirtschaft. Und dann noch eine Panel-Diskussion zum Thema Energiewende. Gehen wir mal in die nächste Folie rein. Die Auftaktveranstaltung, da sind wir ja heute, da brauchen wir nicht ganz so viele Worte darüber zu verlieren. Wir geben den Startschuss, wir machen gleich noch eine kleine interaktive Beteiligung, um das Stimmungsbild und so den Stand der Klimaschutzaktivitäten in Paderborn abzubilden. Und wir wollen natürlich auch den Online-Dialog bewerben, der jetzt parallel läuft und auch noch für 2 Wochen lang weiterlaufen wird. Bitte nächste Folie. Genau, das war die Folie, die ich meinte. Da hatte ich mich gerade vertan. Und zwar der Online-Dialog vom 28. Mai bis zum 13. Juni. Den finden Sie unter klimaschutz-paderborn.de/online-Dialog. Da bitten wir Sie, auf diese Seite zu gehen. Dort haben Sie in 4 verschiedenen sehr lebensnahen Kategorien, wie zum Beispiel Mobilität, Arbeit und Freizeit, die Möglichkeit, Ihre Vorschläge für den Klimaschutzaktionsplan unterzubringen. Und zwar werden wir all das, was wir dort vorfinden, von Ihnen sammeln und als Grundlage auch nehmen für die Maßnahmenableitung für den Klimaschutzaktionsplan. Und Sie haben nicht nur die Möglichkeit, eigene Ideen für Vorschläge dort unterzubringen, sondern Sie können natürlich auch alle Vorschläge von Maßnahmen der anderen Paderbornerinnen und Paderborner sehen und können die auch kommentieren oder liken. Also das ist eine sehr schöne interaktive Möglichkeit, also auch in Kontakt zu treten über die Kommentarfunktion. Und da bitten wir Sie ganz herzlich, dass Sie das rege benutzen, weil wir sehr viele Maßnahmen sammeln möchten. Und wir von EPC moderieren dieses Beteiligungsformat in der Zeit bis zum 13.06. Und
Wir würden an der Stelle dann natürlich auch gucken, was kommt rein, welche Beiträge lassen sich dann am besten auch auswerten. Also sagen Sie es auch weiter an die Personen, die heute nicht dabei sind. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Einstieg in den Prozess. Nächste Folie. Dann haben wir die eben schon genannten Workshops. In den Workshops haben Sie und natürlich viele andere Akteure der Stadtgesellschaft die Möglichkeit, auch noch Maßnahmenvorschläge einzubringen, und zwar zu den Schwerpunktthemen, die ich eben genannt habe. Wir werden diese Workshops so gestalten, dass Sie immer einen kleinen Input-Vortrag haben, dass Sie natürlich Gruppenarbeit haben, wo wir dann nochmal vertieft zu einzelnen Teilaspekten des Fachthemas dann diskutieren. Auch nochmal so eine interaktive Session mit Mentimeter machen. Das heißt, auch da wollen wir nochmal Meinungen abfragen. Aber das Hauptziel dieser Workshops ist es wirklich, gemeinschaftlich Maßnahmen zu entwickeln, zu diskutieren, zu schauen, was ist für Paderborn in den Themenbereichen das Wichtigste? Wo wollen wir hin? An welcher Stelle sollte Paderborn mit dem Klimaschutzaktionsplan kommen? Nächste Folie. Die Fachgespräche hatte ich schon angeführt, sind dann etwas anders gestaltet. Da werden wir nochmal Expertinnen und Expertinnen einladen aus den verschiedenen Bereichen. Und zwar zusammenbringen mit Entscheidungsträgerinnen aus der Wirtschaft und Forschung und auch eben aus, gerade aus Paderborn. Weil es geht uns in den Fachgesprächen darum, nochmal Themen vertieft darzustellen, auch auf einem Niveau, wo auch sehr viel technischer Input noch hineinkommt und wo wir dann zusammen mit den Teilnehmenden aus den Gesprächen Pilotvorhaben, Leuchtturmprojekte auch diskutieren und entwickeln können und vielleicht auch ein bisschen Motivation geben, ein bisschen in die Richtung zu gehen, was ist alles möglich in dem Gebiet, was müssen wir machen, um die Ziele, die Herr Helling eben angesprochen hat, auch wirklich zu erreichen. Und ich glaube, das kann nochmal einen guten Motivationsschub geben. Und wir würden dann auch diese Veranstaltung vielleicht hybrid machen. Das bedeutet ein bisschen Online-Dialog, das gleichzeitig aber auch streamen, sodass alle oder viele Bürgerinnen aus Paderborn auch teilnehmen. Da müssen wir nochmal gucken, wie dann die Situation ist, wie viele Menschen man dann einladen kann und wie viel Online-Anteil da noch da drin ist. Da freuen wir uns auch sehr drauf. Nächste Folie. Genau, das war schon meine letzte Folie. Ja, also wir freuen uns auf die Beteiligung. Wir freuen uns darauf, dass wir mit Ihnen da in einen starken Austausch gehen können. Und ja, bitte weitergeben, weitersagen, sodass dann auch möglichst viele Paderbornerinnen und Paderborner an der Stelle teilnehmen müssen. Ich muss parallel immer so ein bisschen den Blick auf den Chat richten, der jetzt auch hier da ist. Genau, es gab von einem Teilnehmer den Hinweis, es gab bereits eine Veranstaltungsklimafolgenanpassung im November 2019. Wir wollen das wieder aufgreifen und Frau Warnecke hat an der Stelle auch schon geantwortet, natürlich ist das ein integraler Bestandteil auch im Bereich des Klimaschutzaktionsplans, weil es gibt Synergien zwischen den beiden Bereichen. Frau Bierwitt hatte das ja in ihren Folien eben auch dargestellt und insofern ist das ein wichtiger Punkt und deswegen auch ein Workshop. Ja, an der Stelle erstmal das soweit zum Prozess, zu den verschiedenen Formaten, die wir anbieten wollen. Wir freuen uns jetzt, dass es auch aus der Stadtgesellschaft jetzt zwei kleine Beiträge gibt zum Thema Klimaschutz, weil es ist ja nicht so, dass in Paderborn der Klimaschutz jetzt erst beginnt, sondern es gibt ja schon ganz viele und auch langjährige Initiativen zu dem Thema. Und die möchten wir gerne jetzt auch in den Vordergrund stellen. Zum einen freue ich mich, und das wird der nächste kleine Input-Vortrag sein, dass Herr Drewer vom IPEC-Institut, und zwar IPEC bedeutet Institut für preisoptimierte energetische Gebäudesanierung, uns heute einführt in das Projekt Münchebrede. Und ja, ich freue mich auf Ihren Input, Herr Drewer. Bühne frei für Sie. Ja, vielen Dank. Jetzt muss ich ganz schnell, ich habe nicht viel Zeit, die Präsentation starten. Ich würde Ihnen gerne etwas vorstellen, ein Projekt, was ganz viel von den Aspekten, die Frau Bierwirth gerade erzählt hatte, schon vor 25 Jahren umgesetzt hat. Vor 25 Jahren wurden im Rahmen einer Initiative von ProGrün, das ist halt ein Umweltschutzverein hier in Paderborn, wahrscheinlich allen bekannt, ein Pilotprojekt durchgeführt, eine sogenannte ökologische Bebauung Mönchebrede.
Das ist eine Eigentümergemeinschaft, in der ich bis heute auch wohne. Der Architekt dafür ist Herr Diplom-Ingenieur Rudolf Becker, damals Delbrück. Heute wohnt er selber in diesem Projekt. Ich habe die Kosten deswegen hier aufgeführt, weil ich der Meinung bin, dass solche Projekte auch finanzierbar sein müssen für ganz normale Menschen. Okay, inklusive Grundstück, das wird sich heute ein bisschen geändert haben. Vor 25 Jahren war das Grundstück nicht so teuer. Damit solche Gebäude wie mehrgeschossiger Wohnungsbau überhaupt eine Vorbildfunktion haben können, müssen sie schön architektonisch und ästhetisch schön ausgeführt werden. Das ist bei diesem Gebäude auch gelungen. Das Gebäude ist ausgezeichnet worden mit der BDA-Medaille Guter Bauten 1998. Was ist es denn? Wir haben einen dreigeschossigen Holzrahmenbau in Niedrigstenergiebauweise. Damals schon vor 25 Jahren 40 cm Dachdämmung, in der Fassade 26 cm. Aus dem ökologischen Dämmstoff Zellulose. Ich habe mal berechnet, ungefähr ist das das Äquivalent von 150.000 neuen westfälischen oder westfälischen Volksblatt-Zeitungen. Also das Gebäude besteht im Wesentlichen aus Zeitungspapier. Wir haben einen Energieverbrauch von 48 Kilowattstunden pro Quadratmeter Wohnfläche. Uns ist sehr wichtig gewesen seinerzeit in dem Diskussionsprozess, dass wir mit einem ökologischen Bauprojekt nicht nach Sande gehen oder in die Peripherie, sondern eine Lückenbebauung durchführen mitten in der Stadt zur Vermeidung von unnützen Fahrtwegen zur Schule, Universität, Arbeits- und Ausbildungsstätten. Es ist eine verdichtete Bauweise, mehrgeschossiger Wohnungsbau. Sie sehen ja das Bild hier rechts, 1250 Quadratmeter Wohnfläche auf 1800 Quadratmeter Grundstück. Wir haben realisiert 12 Wohneinheiten, die teilweise teilbar sind, dazu komme ich gleich noch, in kleinere Wohnungen. Wir hatten, es sind jede Menge Kinder hier gewesen, einige sind jetzt ausgezogen, zwischen 20 und 30 Bewohnern. Das hat auch was damit zu tun, dass Kinder irgendwann aus dem Haus gehen. Und zwar wichtig, auch soziales Bauen zu realisieren. Wir haben in diesem Haus zwei behindertengerechte Wohnungen. Einer sehen wir hier rechts. Frau Bierwirth hatte auf einen Aspekt hingewiesen, der mir persönlich auch sehr wichtig ist. Das ist die Wohnflächenexplosion in Deutschland. Wir haben seit 1990 mehr als 1 Milliarde Quadratmeter Wohnfläche mehr. Und bei diesem Objekt ist zumindest diese Wohnung, die ich hier mal aufgezeichnet habe, in drei Teile teilbar. In dem Teil Nummer 2, da oben rechts, sitze ich gerade zurzeit. Dem Architekten Becker war wichtig, gemeinschaftliches Wohnen. Deswegen ist das so gebaut, dass im Außenbereich, also jetzt, wie Sie reden, wir leben nicht in einer großen Wohngemeinschaft, also keine Sorge, das würde ich und meine Frau auch nicht mitmachen wollen heutzutage mehr, die Zeiten sind vorbei, aber wir treffen uns bei schönem Wetter an diesem Platz, den wir hier sehen und auch gerne in dem Garten, den ich gerade vor mir habe. Es geht da auch bei gemeinschaftlichem Wohnen um das gemeinschaftliche Nutzen von Geräten und ja, letztendlich Ressourcenschonung. Ein paar technische Sachen. Wir haben eine solarthermische Anlage auf dem Dach, eine relativ große, eine Warmwasserbereitung zum Duschen. Im Wesentlichen duschen wir mit solarerwärmtem Wasser. Wir haben einen 30 Quadratmeter Solarkollektor auf dem Dach. Wir haben eine Regenwasseranlage, die über die Jahre hinweg ca. 14.000 Kubikmeter Regenwasser geerntet hat. Das heißt, wir haben 14.000 Kubikmeter Wasser durch die Toiletten gespült, was nicht Trinkwasser ist, sondern was wir vom Dach geerntet haben und was inzwischen auch bei jedem neuen Gebäude Standard ist. Das war vor 25 Jahren schon eine Lüftungsanlage. Sie sehen hier oben rechts das dicke Rohr, das ist die Abluft und das Gebilde, was dahinter ist, das ist die solarthermische Anlage. Der Begriff Klimafolgenanpassung ist ein paar Mal gefallen. Wir haben realisiert eine Fassadenbegrünung. Das hat etwas damit zu tun, dass wir, ich bin auch gleich fertig, dass dort Verdampfungsenthalpie passiert. Das heißt, das Mikroklima bei uns in der Region ist ein bisschen geringer als in der Rollmondstraße gleich nebenan, wo ganz furchtbare Betonklötze stehen, Beton, Beton, Beton und sonst nichts. Dem gleichen Zweck dient
die Dachbegrünung, die wir realisiert haben. Sie sehen das hier und es ist eigentlich wunderschön. Das heißt, wir wohnen mitten in Paderborn, mitten im Grünen. Meine letzte Folie, CO2 ist ja das Thema schlechthin. Das Gebäude ist ein Holzrahmenbau, sowohl das Tragwerk als auch die Decken, als auch das Dach. Also alles Mögliche ist aus Holz gebaut. Sie sehen hier auch einiges, nicht nur die Fassade, sondern auch die tragenden Balken, die Deckenkonstruktion und so weiter. Wir haben ungefähr 600 Tonnen Holz in diesen beiden Gebäuden verbaut. Das entspricht einer CO2-Senke von ungefähr 900 Tonnen. Und diese Konstruktion ist komplett rückbaubar. Das heißt, dass wenn es denn mal abgerissen werden sollte, was ich nicht hoffe, dass ich es miterleben werde, können fast alle Materialien wieder recycelt werden. Und Herr Helling kommt morgen schon vorbei. Besuchen Sie uns gerne auf einen Kaffee. Hier meine Telefonnummer und meine Mailadresse. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Drewer, für den beeindruckenden, die beeindruckende Vorstellung Ihres Projektes. Ich glaube, das zeigt, dass vieles schon auch in der Vergangenheit passiert ist und auch vieles möglich war und natürlich auch vieles möglich ist. Vielen Dank dafür. Wir gehen gleich direkt in den nächsten Vortrag, die zweite Initiative aus Paderborn, die wir vorstellen möchten. Und zwar haben wir Herrn Zauner von Parents for Future, der ein Projekt vorstellt, das sich Wattbewerb nennt. Herr Zauner, wir freuen uns auf Ihren Input. So, ja, auch von mir einen schönen guten Abend und ja, herzlichen Dank nochmal für die Einladung und für die Gelegenheit, heute Abend hier den Wattbewerb einmal vorzustellen. Kurz zurück, letztendlich im Wattbewerb geht es darum, gemeinsam Photovoltaik auf möglichst alle Dächer Paderborns zu bringen. Der Wattbewerb ist eine Initiative oder entstanden von einer Initiative Fossil Free in Karlsruhe und wird unterstützt von den Parents for Future und den Fridays for Future. Und aktuell sind 32 Großstädte angemeldet mit mehr als 100.000 Einwohnern und 64 kleinere Städte mit entsprechend unter 100.000 Einwohnern. Was ist das Ziel dieses Wettbewerbs oder Wattbewerbs? Letztendlich geht es darum, die installierte PV-Leistung in Kilowattstunden zu verdoppeln und letztendlich gewonnen hat die Stadt, die es als erste schafft. Das kam ja auch vorhin schon bei Frau Pielwirth ein bisschen raus, dass letztendlich Ausbau der erneuerbaren Energien einer der Faktoren ist, die halt für ein gelingendes oder ein Erreichen des 1,5 Grad Pfades essentiell ist. Letztendlich können bei diesem Wettbewerb eigentlich nur alle gewinnen, Stadt, Klima, die Bürgerinnen und natürlich die lokale Wirtschaft, weil letztendlich die Installation der PV-Anlagen natürlich durch die Solateure vor Ort dann stattfindet. Hier mal kurz dargestellt die Kosten der verschiedenen erneuerbaren Energien. Das ist jetzt eine Folie von den Scientists for Future, die halt schon ganz klar zeigt, dass letztendlich die Solarenergie die bei weitem kostengünstigste Energieform auch heute schon ist, im Vergleich jetzt zum Beispiel mit Atom, Kohle und Gaskraft, die natürlich momentan auch noch künstlich günstig gehalten werden. Was heißt das für Paderborn? Letztendlich haben wir jetzt hier mal das Potenzial für die Photovoltaik in Paderborn gezeigt. Momentan sind wir ungefähr bei 54.000 Megawattstunden, die installiert sind, haben aber ein Potenzial von ca. 430.000
Megawattstunden. Da sind natürlich ganz, ganz viel Privatgebäude betroffen, aber halt auch die ganzen städtischen Gebäude und Flächen. Letztendlich bei dem Wettbewerb sind alle gefordert, Privatpersonen mit Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern. Also Rüdiger Hoffmann hat es an der Stelle schon vollkommen richtig gemacht, leider nur in der falschen Stadt. Also jeder ist da gefordert und letztendlich die alten, die mehr, dass ich Photovoltaik einfach auch nicht rechnen würde, das ist, das stimmt einfach nicht mehr. Also da sprechen wir über Amortisationszeiten von je nach Anlage von 6 bis 8, 12, 10 Jahren, je nachdem, welche Größe wir da haben. Letztendlich sind es aber nicht nur die Privatpersonen, sondern es letztendlich kam es bei Herrn Helling auch schon raus. Große Energieverbraucher sind natürlich auch die Unternehmen in Paderborn und leider nur zum kleinen Teil mit 2% die Stadtverwaltung mit den stadteigenen Betrieben und Flächen. Aber da wäre jetzt zum Beispiel PV auf alle Schuldächer eine mögliche Maßnahme der Stadt. Wie die Süddeutsche Zeitung vor knapp einem Monat festgestellt hat, PV ist ansteckend. Also je mehr ich in der Nachbarschaft selber an PV-Anlagen sehe, desto eher bin ich halt auch selbst geneigt, mir eine PV-Anlage aufs Dach zu setzen. Letztendlich, Verbraucherzentrale bietet hier zum Beispiel eine kostenlose Erstberatung an, also auch unabhängig an der Stelle, also will jetzt keiner was verkaufen, sondern ich denke auch, das Urteil kann man sich dann auch verlassen. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz zur Initiative Parents for Future in Paderborn. Wer sind wir? Was machen wir? Warum machen wir das? Letztendlich sind wir ein Zusammenschluss oder eine Initiative von Erwachsenen mit und ohne Kinder und setzen uns halt in Paderborn für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit ein. Sind vernetzt über in mehr als 200 Ortsgruppen in ganz Deutschland. Und in Paderborn Bestandteil des Klimabündnisses Paderborn for Future, wo unter anderem auch ProGrün und verschiedene studentische Initiativen miteinander verbunden sind. Ein paar Beispielaktion der Parents, da habe ich jetzt vorausgegriffen. Klimagespräch mit Carsten Linnemann, das gab es letztes Jahr und gerade letzte Woche auch nochmal. Wir haben ein neues Format gestartet, den 1.5 Grad Paderborner Klimatalk, und wo wir uns halt so Klimathemen austauschen. Das heißt Mobilität, Leben, Wohnen, Arbeiten, Konsum. Und fürs nächste Wochenende rufen wir auch zu einer Fahrraddemo in Paderborn auf, wo es um eine sozial- und klimagerechte Verkehrswende geht. Genau. So viel erstmal dazu. Was ich vorhin noch vergessen habe, ist zu sagen, wie ist denn Paderborn überhaupt zu dem Wettbewerb gekommen? Letztendlich über einen Bürgerantrag von meiner Seite im Namen der Parents for Future. Also letztendlich auf Initiative aus der Zivilgesellschaft. Und bin gespannt, mit welchen Maßnahmen der ganze Wettbewerb dann von der Stadt noch gefördert wird. Falls Interesse besteht, Kontakt zu uns aufzunehmen, hier nochmal kurz die verschiedenen Wege aufgeführt. Ansonsten bedanke ich mich für die Zeit. Super, vielen Dank, Herr Zauner, für diese Darstellung Ihrer
Ihres Wettbewerbs. Wir haben jetzt Möglichkeiten, noch ein bisschen zu diskutieren. Wir haben ja jetzt ganz schön viel Input bekommen, zum einen über die Klimaschutzerfordernisse und die Handlungsfelder über Frau Bierwirth. Wir haben auf Paderborn geschaut. Herr Helling hat die Potenziale und auch die Notwendigkeiten Paderborns dargestellt. Wir haben hier interessante Initiativen aus Paderborn bekommen. Melden Sie sich jetzt gerne auch mit Ihren mündlichen Fragen und Beiträgen, sodass die Referenten und Referentinnen an der Stelle auch nochmal Stellung nehmen können. Im Chat ist auch schon Aktivität, und zwar hat es da jetzt auch parallel zu den Vorträgen immer schon Fragen und Hinweise gegeben. Wir haben jetzt hier nochmal den Hinweis, eine schöne Aktion, der Wettbewerb. Da ist noch eine Bitte auch an die Stadt, und zwar hier auch noch weiter sich zu beteiligen. Es gibt eine Frage von einem Teilnehmer, der sich Christoph nennt. Gibt es konkrete Ziele vom Wettbewerb? Gibt es einen Vergleich unter verschiedenen Städten? Können Sie das noch mal kurz beantworten, Herr Zauner? Ja, kann ich gerne machen. Also seit heute ist Paderborn offiziell angemeldet. Mhm. Die Bereitschaft dazu, die wurde schon vor 5-6 Wochen im Rat kundgetan. Letztendlich konkrete Ziele ist eigentlich nur schnellstmöglicher Ausbau der installierten PV-Leistung. Ne? Letztendlich treten da die teilnehmenden Städte in einen Wettbewerb miteinander, um die beste Idee für die Umsetzung und Beschleunigung des Ausbaus zu finden. Wenn man da auf die Seite einmal schaut, die vom Wettbewerb, dann gibt es da auch dann letztendlich eine Übersicht der teilnehmenden Kommunen und seit letzter Woche auch dann als Ranking dargestellt, also welche Stadt letztendlich gerade vorne liegt. Ich glaube, wenn ich heute geguckt habe, dann liegt tatsächlich Paderborn auch schon auf erster Stelle. Aber ja, danke für die Hinweise. Lippstadt sei auch schon dabei, wird gesagt. Man kann auch viele Informationen auf der Webseite zu den PV-Leistungen abrufen. Herr Dubisch, Sie haben sich gemeldet. Vielleicht können Sie einfach Kamera und Mikro mal anstellen. Ja, Sie können ruhig sprechen. Kann man mich hören? Ja, sehr gut. Ja, wunderbar. Ja, es hat sich eine ganze Menge angesammelt. Ich bin ProGrün Vorsitzender. ProGrün wurde hier mehrmals genannt. Es gibt eine ganze Menge Aktivitäten zum Bereich Wärme. Also gerade Energieverbrauch im Wärmebereich wurde ja vorhin genannt. In der Öffentlichkeit wird häufig über den Ausbau Erneuerbare gesprochen. Da geht es um Windkraftanlagen und Photovoltaik in erster Linie. Und es wird in der Öffentlichkeit genau dieser Punkt, nämlich der Wärme, meistens vernachlässigt. Es gibt eine Fehlentwicklung im Augenblick aufgrund der CO2-Bepreisung. Und zwar führt das dazu, dass vermehrt elektrische Wärmepumpen eingebaut werden, statt einer alten Ölheizung. Einfach alleine dadurch, dass die Handwerksbetriebe reagieren auf die CO2-Bepreisung. Und das ist im Altbau eine fatale Geschichte. Das ist verantwortbar in einem gut gedämmten Haus. Ich will aber jetzt kurz sozusagen auf den Punkt kommen, was ich eigentlich möchte. Und zwar kann das vielleicht Frau Bierwirth beantworten. Ich weiß nicht, ob Sie da auch Kompetenz sind, das zu beantworten. Ist eine lokale Stromerzeugung Voraussetzung dafür, dass man dazu kommt, in Zukunft einen besseren Ausgleich der extremen Schwankungen von Photovoltaik und Windstrom? Das heißt, wir haben ja das Problem, dass die regenerativen Energien eben Schwankungen unterliegen. Und es ist nicht damit getan, einfach nur mehr Ausbau von Photovoltaik und Windenergie zu fordern, sondern es wurde vorhin schon gesagt, in erster Linie müssen wir weniger verbrauchen. Wir müssen viel, viel weniger Energie verbrauchen.
Und da ist natürlich der Wärmebereich an erster Stelle zu nennen. Mit Herrn Drewer zusammen habe ich diverse Anstrengungen unternommen, schon in diesem Bereich. Herr Steinmüller, der auch vorhin zumindest anwesend war, ich nehme an, ist noch dabei, kann da sicher auch eine Menge zu sagen. Ich möchte jetzt nicht zu dem Gebäudebereich mich vertiefen, weil das hauptsächlich Herr Steinmüller und Herr Drewer machen. Aber zum Strombereich. Mal eine Frage noch mal ganz konkret. Ist es Voraussetzung, eine lokale Stromerzeugung zu haben, um sozusagen die Rahmenbedingungen dahingehend zu ändern, dass ich zum Beispiel durch flexible Strompreise dafür sorgen kann, dass sowohl die Erzeugerseite, BHKWs zum Beispiel, als auch die Abnehmerseite, also Geräte, die viel Strom verbrauchen, nur hauptsächlich dann einschalte, wenn der Strom gerade im Überfluss auf dem Markt ist. Ein Projekt zum Beispiel wird gerade bei ProGrün angedacht, dass die Stadtwerke Paderborn, die sind noch nicht angesprochen worden, deswegen erlaube ich mir das hier in der Öffentlichkeit schon mal zu nennen, es ist nur ein Grundgedanke, dass die Stadtwerke sozusagen fördernd eintreten, dass die Leute nicht nur eine Photovoltaikanlage aufs Dach setzen, sondern auch Speicher, weil der Eigenbedarf soll ja möglichst hoch sein. Ja, ich glaube, dass das alles nur funktioniert, wenn die eigene Stromerzeugung auch im Spiel ist, weil was nutzt mir das denn, wenn ich auf dem Markt einkaufen muss? Da habe ich ja kaum Regulierungen. Also all diese Zusammenhänge, das Ganze ist noch viel komplexer. Ich kann es ja nur noch mit wenigen Worten andeuten. Aber mir wäre wichtig zu wissen, ob die eigene Stromerzeugung Voraussetzung ist, um all solche Regularien sozusagen einzuführen. Danke. Das ist rübergekommen, Herr Dubisch. Es ist natürlich wirklich sehr komplex. Also der ganze Kontext, den Sie ansprechen, der lässt sich natürlich jetzt nicht in einer halben Minute diskutieren und beantworten. Das ist Teil unserer Workshops, die wir ja auch später haben. Nichtsdestotrotz würde ich Frau Bierwert an der Stelle nochmal aufrufen und befragen. Sie wurden ja jetzt hier angesprochen. Vielleicht können Sie da noch zwei, drei klärende Worte zu sagen. Ja, das kann ich versuchen, wobei ich jetzt auch Kollegen und Kolleginnen haben, die in der Energiesystemmodellierung tätig sind, die Ihnen da wahrscheinlich viel, viel besser zu antworten könnten. Aber ich versuche das mal mit meiner minderen Expertise trotzdem ein bisschen zu tun. Es ist ein unglaublich komplexes System, da hat Herr Almer völlig recht. Es ist dennoch nicht die Grundvoraussetzung zur Erreichung einer Klima- oder Treibhausgasneutralität, dass das unbedingt vor Ort sein muss. Dezentrale Systeme sind tendenziell resilienter, sind tendenziell sicherer und unabhängiger. Das heißt, auch diese Ausgleiche, von denen Sie gerade sprachen, die da notwendig sind im System insgesamt, sind auf jeden Fall da besser zu handeln und von daher absolut sinnvoll. Also das heißt, jede Ecke, wo das Potenzial besteht, und das ist ja nun mal besonders in den Städten dann eben auf den Gebäuden und so weiter, macht das auf jeden Fall das Sinn, das mitzudenken. Und auch nochmal zu diesem Verhältnis von Strom und Wärme. Also ob wir uns den Mobilitätsbereich angucken, den Kühlungsbedarf oder aber auch Umstellung von Heiztechnologien, der Strombedarf, der wird, das sagen zumindest alle Szenarien, die ich so kenne, wird massiv an Bedeutung nochmal gewinnen. Also die Frage, wie kriegen wir den klimaneutral hin, ist ein ganz, ganz wichtiger Hebel, ohne dass ich die Wärme jetzt kleinreden will. Die Wärmewende ist jetzt in meinem Bereich auf jeden Fall ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Aber trotzdem sollte man das schon bedenken. Ich glaube, es wird halt insgesamt ein Schuh draus. In meiner Wahrnehmung wird viel zu oft darüber diskutiert, wo machen wir jetzt denn sinnvollerweise was als erstes und womit fangen wir an? Und das ist gar nicht so sehr die Frage von entweder oder. Es ist letztlich, müssen wir zu einem sowohl als auch kommen. Also wir müssen die Dächer nutzen, die wir in den Städten haben, und wir müssen aber natürlich im Stadt-Land-Verbund auch dazu kommen, dass das letztlich dann ein hundertprozentiger erneuerbarer Energiemix wird. Und die meisten städtischen Räume, die ich bisher so kenne und begleitet habe auf Klimaschutzwegen, werden es auch ohnehin nicht nur vor Ort schaffen. Dafür sind die einfach zu dicht bebaut, diese Gebiete. Es wird immer irgendwelche Importe geben müssen. Und das heißt, wir brauchen auch auf Bundesebene genauso dieses Ziel des klimaneutralen Stroms wie auf lokaler Ebene. Ja, vielen Dank nochmal für den Kommentar.
Wir sind natürlich heute ein bisschen zeitlimitiert. Wir haben nur die Auftaktveranstaltung, die so einen kleinen Rahmen bietet, um auch zu diskutieren. Es sind jetzt noch zwei Wortmeldungen, die würde ich auch gerne dran nehmen, und viele Kommentare. Die Kommentare können wir nicht aktuell alle in die Diskussion nehmen. Es geht hier auch um Gründächer, es geht hier auch um Klimafolgenanpassung und andere Dinge. Aber alles, was Sie schreiben in den Chat, wird alles dokumentiert, wird alles erhalten bleiben. Und wir wissen auch, dass die Kollegen der Stadt Paderborn, auch Herr Helling und Frau Kaiser, sich nochmal rückmelden können im Prozess bei Ihnen und auch bestimmte Fragen und Diskussionen mit Ihnen weiterführen können. Ich würde jetzt gerne noch Herrn Stratmann dran nehmen, weil der sich gemeldet hat, und dann auch nochmal den Herrn Steinmüller. Wenn Sie sich kurz fassen könnten mit Ihrer Kommentierung oder Ihrer Frage, wäre das super. Vielen Dank. Ich glaube, man hört mich, aber man sieht sie mich noch nicht, oder? Man hört sie gut, man sieht sie nicht, aber alles gut. Ja, okay. Also hallo erstmal. Meine Frage bzw. Anmerkung würde sich auch nochmal auf den Wärmebereich beziehen. Und zwar bauen wir die erneuerbaren Energien im Strombereich sehr stark aus. Im Wärmebereich würde mich interessieren, wie Paderborn zur Geothermie steht. Also ob es da große Anstrengungen gibt oder ob es da überhaupt irgendetwas gibt. Ich weiß, im Ellenbrook-Quartier wird damit gearbeitet, im neuen, das jetzt entstehen soll. Aber das wäre ja zukunftsweisend für die Wärmeversorgung eine sehr gute Alternative. Also wo stehen wir da aktuell und wo soll der Weg hingehen? Ja, vielen Dank. Das würde ich an entweder Frau Warneck oder Herrn Helling weitergeben, dass Sie kurz dazu Stellung nehmen können. Ja, dann würde ich da mal gerade zur Stellung nehmen. Wir haben jetzt kürzlich das Teilkonzept integrierte Wärmenutzung und erneuerbare Energien abgeschlossen und auch genau diese Potenziale untersucht. Das heißt, wie viel Geothermie können wir denn auf dem Stadtgebiet hier überhaupt realisieren? Und da haben wir halt durch die hydrogeologische Situation, die hier vor Ort ist, auf der einen Seite Vorteile, dass wir viel oberflächennahes Wasser haben, was natürlich dann auch als Niedertemperaturquelle dienen kann. Insgesamt kommen wir um dieses Thema nicht drum herum, besonders auch wenn wir uns die Innenstadt angucken, dann können wir ja nicht, wenn wir jetzt sagen, wir möchten jetzt mit Wärmepumpen arbeiten, dass wir da nicht die ganze Innenstadt mit Außenlufteinheiten zupflastern können. Und wir haben ja wirklich mitten in der Stadt eine Quelle, die eine Niedertemperaturquelle ist, wenn man sich das mal ausrechnet, wenn man die gesamte Pader um ungefähr 1 bis 2 Grad abkühlen würde, hätte man mitten in der Stadt eine Energiequelle von 40 Megawatt. Und von daher wird in den Betrachtungen das auf jeden Fall mitgedacht und auch eine sehr große Rolle spielen, weil besonders eine Wärmepumpe ja auch durch den Hebel, dass aus einem Teil Strom mehrere Teile Wärme gemacht werden können, ein wichtiger Baustein für die Wärmewende da ist. Ja, vielen Dank. Wir müssen an der Stelle die Diskussion, ich weiß, Herr Stratmann, Sie würden gerne nochmal dazu wieder Stellung nehmen, das ist mir klar. Wir haben aber die Möglichkeit, wie gesagt, nach der Veranstaltung entweder klimaschutz@paderborn.de, unser Online-Dialog, den ich angesprochen habe, und natürlich auch die direkten weiteren Beteiligungsformate, in denen wir das alles sehr viel umfänglicher auch besprechen können. Herr Steinmüller, Sie hatten sich noch zu Wort gemeldet, dass Sie auch kurz Kamera und Mikro anmachen und nochmal Ihre Frage als letzte zulassen. So, ich hoffe, jetzt bin ich drauf. Herzlich zu sehen und zu hören. Erst nochmal herzlichen Dank allen Vortragenden auch für diesen doch sehr, sehr wichtigen Input, der die Richtung, glaube ich, sehr, sehr deutlich gemacht hat. Wir haben eben nicht bis 2050, sondern wir haben im Grunde genommen nur ein Jahrzehnt. Das war nochmal sehr wichtig, das also auch hier deutlich zu machen. Ich hatte eine Frage gestellt bezüglich der verursachergerechten Darstellung von Treibhausgasemissionen. Und da kam als Antwort, dass man es ja so und so darstellen kann. Natürlich kann man das ganz unterschiedlich darstellen, aber die verursacherbezogene Darstellungsweise geht leider in den offiziellen Darstellungen oft völlig unter und führt zu Fehlschlüssen. Also insbesondere sehen wir dann immer die kleinen Anteile von Gebäuden und Haushalten, was daran liegt, dass wenn wir zum Beispiel den Strom anschalten im Gebäude, wird es nicht dem Gebäude zugeordnet, sondern Energieversorger. Wenn wir Beton bestellen, um unser Haus zu bauen, dann wird das nicht dem Gebäude zugerechnet, sondern der Industrie.
Wenn wir also beispielsweise sehen, dass die Stadt Paderborn nur 2% Anteil hat, dann wird da zum Beispiel auch nicht berücksichtigt, dass wenn sie das neue Stadthaus baut und sich Beton kommen lässt, dieses Beton nicht der Stadt zugerechnet wird, sondern der Industrie. Und durch diese laufende Fehlrechnung, auf die auch unser Minister Pinkwart hineingefallen ist, der von 20 oder 25% Gebäudeanteil spricht, wobei es das Doppelte sind, wird der Gebäudeanteil systematisch unterschätzt. Und das war nicht nur im jahresbilanziellen Sinne, sondern auch im Jahresverlauf. Denn das Gebäude hat eben seinen Spitzenbedarf im Winter, wenn die PV nicht da ist, sodass dann auch alle Rechnerei, wo hole ich denn die Geothermie her und so weiter und so fort, nicht wirklich total weiterhilft. Das wird jetzt natürlich zu weit führen, das auszuführen. Denn auch die Wärmepumpe, die ich dann antreibe im Winter, braucht Strom. So, und deswegen also hier mein ganz starkes Plädoyer, wenn wir diese Diskussion jetzt hier führen werden in der Zukunft, dieses jetzt wirklich systematisch auch richtig zu machen, zumal vor dem Hintergrund, es hat die Diskussion in Paderborn seit 10 oder 20 Jahren gegeben, ich habe daran teilgenommen und immer wieder beobachtet, dass wichtige Punkte einfach völlig untergehen. So, deswegen war mir das nochmal sehr wichtig, an dieser Stelle gesagt zu haben. Besten Dank aber trotzdem nochmal für diese sehr wertvollen Hinweise heute. Ja, vielen Dank, Herr Steinmüller, nochmal für Ihren Kommentar. Das sind alles Dinge, die natürlich schon sehr ins Detail gehen, ist auch ganz wichtig. Und ich merke, dass bei Ihnen sehr viel Möglichkeiten und auch Wunsch zur Diskussion besteht. Und das ist eine gute Voraussetzung für den Beteiligungsprozess, den wir ja heute starten wollen. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre rege Beteiligung an diesem kleinen Diskussionspartner. Mir ist es völlig klar, dass wir nicht erschöpfend und sicherlich für niemanden ausreichend Zeit und Möglichkeiten haben, an dieser Stelle zu diskutieren. Wir haben aber jetzt noch einen kleinen letzten Teil, und zwar die sogenannte Mentimeter-Abfrage. Das ist nochmal ein Teil, wo Sie mit Ihrem Handy teilnehmen können, wenn Sie Ihr Handy jetzt benutzen. Ich hoffe und denke, die meisten von Ihnen werden eins haben, das auch neben Ihnen liegt. Wir möchten gerne Stimmungsbild zu den einzelnen Handlungsebenen, Handlungsfeldern zum Klimaschutz in Paderborn bei Ihnen abrufen. Wenn Sie auf dem Handy, Sie können das einscannen, diesen Barcode, den Sie hier sehen. Wenn Sie das einscannen oder menti.com eingeben auf Ihrem Handy in den Browser, dann kommen Sie auf die Mentimeter-Seite und Sie werden gefragt, welchen Code, welche Zahlenfolge man eingibt und dann geben Sie die 64 59630 ein. Wenn Sie den Code einscannen hier vom Bildschirm direkt, dann brauchen Sie diese Nummer nicht einzugeben. Das sollten Sie jetzt machen und dann müssten Sie eigentlich zu der ersten Frage gelangen. Und zwar konnten Sie die Internetseite menti.com öffnen und zu dieser ersten Frage gelangen. Wenn Sie das mit Ja beantworten, dann können wir jetzt sehen, wie viele von Ihnen tatsächlich im System drin sind und bei denen jetzt auch die Verbindung geklappt hat. Wir gehen jetzt sukzessive immer durch die verschiedenen Fragen durch, um Sie dann zu Ihrer Meinung zu befragen zu den verschiedenen Bereichen des Klimaschutzes in Paderborn. 19 haben an der Stelle jetzt gesagt, ja, Sie können das. Wir sind allerdings deutlich mehr. Möglicherweise haben nicht alle jetzt das Handy zur Hand oder konnten so schnell nicht reagieren. Wir haben auch noch ein paar Sekunden. Jede Frage, die wir jetzt stellen, hat ein bestimmtes Zeitfenster, wo man antworten kann. Sie sehen auch unten, dass wir da noch nicht ganz durch sind mit dem Zeitfenster. Sie haben jetzt wirklich noch die Möglichkeit, sich da einzurichten. Es sind jetzt auch 21 Antworten. Also insofern kommen noch ein paar Teilnehmer hinzu. Und gleich schließen wir diese Frage und mein Kollege, der Herr Berg, wird Sie dann auf die erste Fachfrage führen. Super, 22 haben mitgemacht. Und zwar, jetzt beginnen wir mit dem Meinungsbild zum Klimaschutz in Paderborn. Bitte nächste Folie. In welchen Bereichen des täglichen Lebens sind die Paderbornerinnen Ihrer Meinung nach aktuell schon besonders aktiv im Klimaschutz? Sie können Optionen wählen. Sie können auch mehr als eine Option wählen und dann entsprechend das abschicken. Sie sehen die kleinen Fenster, wie sie aufleuchten und Sie können entsprechend Ihre Optionen abgeben und Sie sehen dann direkt schon auf dem Bildschirm die Ergebnisse, die kumulierten Ergebnisse aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Aktuell ist es so, dass, vielleicht lassen wir das noch einen kleinen Moment durchlaufen,
Das war etwas kurz. Sie können noch weiterhin Antworten abgeben. Wir haben, die Mobilität ist ein Feld, in dem schon Aktivität entfaltet wird. Der Freizeitbereich auch. Der Arbeitsbereich ist hier noch gar nicht genannt worden. Super, vielen Dank. Da kann man sehen, dass wir an der Stelle in Paderborn aktuell die Einschätzung haben, dass in der Mobilität sehr viel passiert, auch in der Freizeit. Im Wohnen noch eher weniger und im Arbeitsbereich haben wir aktuell aus Ihrer Sicht keine große Aktivität. Wir gehen zur nächsten Frage. Und zwar aufbauend auf der ersten Frage, wo sehen Sie, in welchen Bereichen des täglichen Lebens sehen Sie denn besondere Handlungsbedarfe für den Klimaschutz in Paderborn? Auch da können Sie wieder zwischen Wohnen, Arbeiten, Freizeit und Mobilität entscheiden. Bitte wählen Sie jetzt. Auch da können Sie eine Mehrfachauswahl machen. Und hier sehen wir, dass der Handlungsbedarf hier ins aktuell im Bereich Wohnen, was eben überhaupt keine Bedeutung hatte, nämlich was aktuell schon passiert, hat hier eine deutlich höhere Bedeutung. Mobilität und Wohnen sind die beiden Bereiche, in denen Sie den höchsten Handlungsbedarf sehen. Im Bereich Arbeiten ist etwas abgeschlagen und der Freizeitbereich wird als weniger relevant angesehen. Also interessant, dass der Wohnbereich, gerade Gebäude natürlich, hier eine hohe Bedeutung hat. Offenbar wird es aber so gesehen, dass aktuell noch nicht so viel passiert in dem Bereich. Wir gehen zur nächsten Frage. Und zwar können Sie jetzt Stichworte eingeben. Nennen Sie aus Ihrer Sicht die wichtigsten Handlungsbedarfe des Klimaschutzes in Paderborn. Sie können hier verschiedene Stichworte eingeben. Wenn das abgesendet wird, dann erscheint es auf dem Monitor. Das ist so eine Art Wortwolke, die dann erscheint. Geben Sie einfach die Stichworte ein, wo Sie denken, dass die für den Klimaschutz, dass diese Themen eine ganz besonders große Bedeutung in Paderborn haben. Und je öfter ein Begriff fällt, desto größer wird er dargestellt. Das sieht man jetzt schon am Verkehr. Der ist sehr viel größer dargestellt. Hier können Sie, haben mehrere Personen Verkehr gewählt. Mut zur Veränderung, auch ein wichtiger Punkt. Bewusstseinsbildung. PV auf alle Dächer. Das ist für uns wichtig. Also es ist nicht nur ein Spiel, sondern wirklich an der Stelle auch für uns sind das wichtige Hinweise im Prozess, auch für Maßnahmen. Kostenloser Nahverkehr ist an der Stelle neben Mobilität auch ein wichtiger Aspekt. Ja, interessant. Mut zur Veränderung ist groß geschrieben. Ich glaube, das ist ein tolles Motto und ein wichtiges Motto, weil ohne Veränderungsbewusstsein werden wir die Energiewende und den Klimawandel sicher nicht bekämpfen können, beziehungsweise die Energiewende nicht passieren können. Ja, ich denke, die allermeisten haben an der Stelle jetzt ihre Auswahl getroffen. Wir würden auch für die Dokumentation solche Wortwolken als Bild dann eben auch verwenden. Das ist immer sehr plastisch und sehr gut zu nutzen. Gut, ich glaube, das ist deutlich geworden. Vielen Dank. Die nächste Frage. Konkretisieren Sie Ihre Aussagen gerne im Online-Dialog zum Klimaschutz-Aktionsplan. Das hatte ich schon gesagt. Hier ist nochmal die Webadresse klimaschutz-paderborn.de/online-dialog. Ganz herzlich bitten wir Sie, da in den nächsten Tagen mal drauf zu gehen, Ihre Maßnahmenvorschläge zu hinterlassen. Das ist wichtig für den Prozess und ein ganz wesentlicher Beitrag. Die nächste Folie bitte. Wir gehen nochmal weiter und zwar auf den Bereich des Klimaschutzaktionsplans selber und zwar die Maßnahmen in den Handlungsfeldern. Bitte nächste Folie. So, und hier fragen wir nochmal ganz explizit und da können Sie so einen Regler benutzen, von 1 Stimme nicht zu bis zu 5 Stimme sehr zu.
Welche Dringlichkeit haben die folgenden Maßnahmen in Paderborn? Entweder ambitionierter Ausbau der erneuerbaren Energien, energetische Sanierung von Wohn- und Nichtwohngebäuden, Energiesparen im Haushalt, Förderung des Fuß- und Radverkehrs, Erweiterung des Informationsangebots zum Klimaschutz in der Stadt, klimaangepasste Pflege und Gestaltung von Gärten oder auch Förderprogramme für Klimaschutzmaßnahmen. Wenn Sie da einfach durchgehen und überlegen, welche von den Aspekten sind besonders dringlich in Paderborn. Den Regler können Sie mit dem Finger entsprechend einstellen. Und hier sehen wir, dass vieles eng beieinander liegt im Ergebnis. Die energetische Sanierung von Wohngebäuden und Nichtwohngebäuden aktuell besonders dringlich gesehen wird, genauso wie der Ausbau der erneuerbaren Energien und in dem Zusammenhang auch Förderprogramme. ÖPNV, also Mobilität, spielt auch eine große Rolle. Das spiegelt so ein bisschen auch die Einschätzung aus den anderen Fragen wider. Das Bild können wir noch mal kurz stehen lassen, weil das ist eine interessante Aussage. Also, dass tatsächlich die Bereiche energetische Sanierung, erneuerbare Energien und die Förderprogramme einen Komplex bilden, der natürlich ganz wichtig ist für die Energiewende bzw. die Klimaschutzmaßnahmen, dass aktuell die Klimaanpassung mit den Gärten und Gestaltung und Pflege etwas weniger dringlich gesehen wird, Energiesparen im Haushalt auch etwas weniger dringlich gesehen wird, das finde ich erstaunlich, weil das hatten wir gerade ja auch in der Diskussion, dass das ein wichtiger Aspekt ist. Ja, aber vielen Dank dafür, das nehmen wir mit in die Dokumentation und wir kommen noch zu einer weiteren Frage. Wie sollte aus Ihrer Sicht die Mobilität in Paderborn in Zukunft aussehen? Sie können hier kurze Phrasen, Antworten, Stichworte geben und auch das wird dann auf dem Bildschirm dargestellt. Also was haben Sie für eine Vision für die zukünftige Mobilität in Paderborn? Autofreies Zentrum kommt schon. Sicheres Radwegenetz, kostenloser Nahverkehr. Rad ist ein wichtiges Thema. Autos in der Innenstadt ist ein wichtiges Thema. Und Sie sehen jetzt auch, dass sich der Bildschirm füllt und die neuesten Einträge erscheinen dann immer unten und die älteren verschwinden wieder oben. Also Rad ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weniger Individualverkehr, sichere Radwege, autofreie Innenstadt. Elektromobilität ist ein Thema. Die Radwege, Tempolimits. Da kommen noch weitere Hinweise. Vorfahrt für Radfahrer und Fußgänger. Auch jetzt die Umsetzung. ÖPNV spielt eine Rolle, verbessert und/oder gratis ÖPNV statt der kurzen Wege. Das war eben auch schon mal im Hinblick auf den Arbeitsweg. Kurze Taktung im ÖPNV. Ja, super, vielen Dank. Das sind ganz viele Vorschläge und wir werden das auswerten und schauen, wo sind so die Fokusaussagen, was sind die wesentlichen Aspekte, die Sie genannt haben. Das gibt uns auch schon mal sehr wertvolle Hinweise für die Auswertung und letztendlich auch für den Klimaschutzaktionsplan. Ja, ich glaube, wir haben noch eine weitere Frage. Und zwar ähnliche Frage, aber im Hinblick auf die klimaneutrale Energieversorgung. Wie sollte die aus Ihrer Sicht realisiert werden? Was sind da wichtige Aspekte?
wenn wir in die klimaneutrale Energieversorgung wollen in Paderborn. Was fällt Ihnen dabei ein? Über einige Aspekte hatten wir ja auch in den Vorträgen schon gesprochen. Genau, Photovoltaik war natürlich ein Thema, was jetzt auch schon mehrfach angesprochen wurde. Auch das Thema Geothermie. Windkraft. Auch die effizientere Energienutzung wird hier angesprochen. Klar, regenerative Energie hat Vorrang vor der sogenannten klassischen Energie. Das ist das, wo wir natürlich hinwollen. Die Abwärmenutzung auch ein wichtiges Thema. Das ist sicherlich auch im Bereich Gewerbe, Industrie ein wichtiges Thema. Das müsste man sich nochmal genauer angucken. Synergien bilden passt auch zur Abwärmenutzung, weil auch da spielt das eine große Rolle. Speicher sind ein Thema, Zwischenspeicher. Dann das Thema, was wir eben schon hatten, die volatile Energieerzeugung. Und wie kann man da quasi einen Ausgleich schaffen? Wärmepumpen, die Rolle der Landwirtschaft, das müsste man noch mal genauer beleuchten. Windkraft an der Stelle, auch den Bereich Bioenergie mit Holzhackschnitzel wird angesprochen. Die Flexibilität und die Energieeinsparung, auch hier spielt es eine Rolle. Schnell soll es gehen, auch gut und wichtig. Ja, vielen Dank auch für die Anmerkung zum Thema klimaneutrale Energieversorgung. Und wir kommen noch zu einer weiteren Frage. Wo denken Sie, sind die besonders relevanten Akteure im Klimaschutz? Bitte nächste Folie. Auch hier können Sie nochmal die Regler bedienen zwischen 1 unwichtig und 5 sehr wichtig. Politik und Verwaltung der Stadt Paderborn, lokale Wirtschaft, die Bürgerinnen, Vereine und Verbände und Bildungseinrichtungen. Geben Sie uns da bitte Ihre Einschätzung, wo Sie besonders wichtige Akteure vermuten. Und hier sehen wir, dass wir da 3 Spitzenreiter haben aktuell. Die Bürgerinnen selber, die lokale Wirtschaft, die Verwaltung und Politik in Paderborn. Mit relativ deutlichem Abstand vor Vereinen und Verbänden und Bildungseinrichtungen. Das ist für uns auch ein guter Hinweis und wichtiger Hinweis natürlich für die Akteure, die wir eng in den Prozess einbinden wollen. Auch ein Signal nochmal an die Politik und Verwaltung in Paderborn. Ja, vielen Dank dafür. Und jetzt sind wir gleich durch. Ich glaube, haben wir noch eine Abfrage? Genau, noch Ihre Wünsche zur Beteiligung am Klimaschutzaktionsplan. Wie möchten Sie sich zukünftig an der Ausarbeitung des Klimaschutzaktionsplans beteiligen? Da haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Was Ihnen besonders wichtig ist, aktiv in Präsenz, durch Beiträge und Diskussionen im Online-Dialog. Wollen Sie einfach nur sich aktiv auf der Webseite informieren oder wollen Sie auch direkt über den Projektfortschritt über die Medien der Stadt informiert werden? Da können Sie eine Auswahl treffen und die uns zusenden. Jetzt sehen Sie, wie sich das hier etwas anders aufbaut. Eine Mehrheit möchte aktiv in Präsenz in den Prozess einbezogen werden, in die Veranstaltungen und Formate, die wir eben kurz angesprochen haben. Jetzt baut sich das noch einmal neu auf. Aber wir sehen da eine ganz eindeutige Präsenz, eine eindeutige Präferenz im Bereich der aktiven Einbindung. Ja, super, das finde ich toll. Und Anregungen und Fragen zum Klimaschutzaktionsplan. Jetzt noch ein Punkt. Als allerletzten Punkt geben Sie uns noch Ihre Kommentare, Ihre Anmerkungen, Fragen oder Vorschläge mit auf den Weg. Was ist Ihnen wichtig? Was sollen wir berücksichtigen? Wo sollen wir Schwerpunkte setzen?
Holzbau ist dann sofort genannt worden. Authentischer Beteiligungsprozess, das ist ein gutes Stichwort. Also kein Feigenblattprozess, sondern das wollen wir auch genau tun, die Leute ernst nehmen, die Vorschläge ernst nehmen und wirklich integrieren. Die Bürgerinnen erreichen, ganz wichtig. Wir wollen ernst genommen werden, das geht in die gleiche Richtung. Nicht nur diskutieren, sondern auch ins Machen kommen. Dann sind einige Fachbeiträge hier dabei. Einbeziehen aller Beteiligten, umsetzen. Weiter mit den Bürgern in Dialog treten. Auch Lokalpolitiker quasi schulen, mit Informationen versorgen. Viel Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, um Bewusstsein zu schaffen. Aufklärung. Und auch die Klimafolgenanpassung ernst nehmen. Das Thema fiel ja heute auch schon mehrfach. Viele wollen aktiv teilnehmen und nicht nur alles abnicken. Einhalten, was versprochen wurde, auch ein guter, wichtiger Hinweis. Verantwortung übernehmen. Ja, super. Ganz vielen Dank. Das war, glaube ich, unsere letzte Frage an Sie, unser letzter Punkt. Perfekt, ja, vielen Dank. Das war wirklich hilfreich und wie gesagt, alle Ihre Antworten gehen nicht verloren, sondern bleiben erhalten im Prozess und werden integriert. Ja, wir sind jetzt schon, also das war so ein bisschen jetzt wirklich auch ein schneller Ritt durch die verschiedenen Bereiche des Klimaschutzes, allgemein in Paderborn und die Diskussionen, die wir nur kurz heute führen konnten und letztendlich auch eben die Mentimeter-Abfragen. Aber ich glaube, all das hat dazu geführt, dass wir uns A, ein bisschen kennengelernt haben, B, auch einige Fachinhalte auch besprechen konnten. Es ist nur ein Auftakt, aber das heißt, wir beginnen jetzt erst. Wir werden in den Prozess mit Ihnen gehen und ich hoffe, dass Sie vielleicht auch von dieser Auftaktveranstaltung positiv erzählen, dass Sie auch weiteren Nachbarn, Mitbürgern und Freunden, Bekannten der Familie erzählen, dass dieser Prozess in Paderborn jetzt losgeht. Also wir freuen uns darauf, es wird noch vieles kommen. Herr Berg, mein Kollege und ich werden Sie da weiter begleiten, genau wie Herr Helling und Frau Kaiser und auch Frau Warnecke. Und ja, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre tolle Beteiligung heute. Wir würden gerne, bevor Frau Warnecke gleich nochmal ein Schlusswort spricht, einen Screenshot machen von allen Beteiligten. Wenn Sie Lust haben, wenn Sie möchten, dass Sie auch in der Dokumentation zu sehen sind, schalten Sie bitte kurz Ihre Kamera jetzt ein. Dann können wir Sie nämlich alle sehen und dann können wir von allen mal ein Foto machen. Das würde mein Kollege der Herr Berg gleich machen. Wer nicht möchte, muss es natürlich nicht, das ist ganz klar. Warte noch mal einen Moment, vielleicht ist der eine oder andere noch dabei, die Kamera einzustellen. Ja, also ein paar Kameras sind jetzt nicht eingeschaltet, aber ich glaube, das ist nicht schlimm. Wir können das auch ein bisschen zusammenschneiden, dann sieht es noch vollständiger aus. Vielleicht, Jaron, machst du einfach mal jetzt 1, 2, 3 Screenshots, es kommen noch ein paar. Vielleicht, wenn alle ganz freundlich in die Kamera schauen. Super. Gut. Ja, ist genommen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die, die sich jetzt zeigen wollten. Ja, also abschließend noch einmal ganz herzlichen Dank an alle Referentinnen und Referenten, Frau Bierwirth vom Wuppertal-Institut. Ich denke mal, wenn es in unserem Prozess noch mal eine Fachfrage gibt, dürfen wir vielleicht noch mal auf Sie auch zukommen. Das wäre toll. Ganz herzlichen Dank für Ihren Input und auch für die Beantwortung der Fragen. Vielen Dank an die beiden Initiativen aus Paderborn. Ganz herzlichen Dank an die Kolleginnen und Kollegen der Stadt Paderborn, an meinen Kollegen Herrn Berg. Und damit verabschiede ich mich in einen schönen sonnigen Montagabend.
an dieser Stelle und wir bleiben in Kontakt. Und ich gebe jetzt nochmal für das Schlusswort an Frau Warnecke und ja, ich freue mich auf die nächsten Schritte. Bis dahin. Ja, Herr Almer, herzlichen Dank. Also ich bedanke mich, ich denke, im Namen aller auch nochmal sehr herzlich bei Ihnen für die gute Moderation durch die heutige Auftaktveranstaltung. Ich denke, wir fühlen uns bestätigt durch die Vielzahl an Rückmeldungen im Chat oder auch Nachfragen von Ihrer Seite durch Ihr Feedback bei den Abfragen, die wir durchgeführt haben. Ich kann Sie nur noch mal ermuntern, sich zu informieren, was als nächstes ansteht im Rahmen der Erarbeitung des Klimaschutzaktionsplans. Sie haben sich gewünscht, auch noch mal persönlich eingebunden zu werden und die Möglichkeiten werden da sein. Wir hoffen natürlich, dass das dann auch persönlich klappt. Und ich möchte Sie auch aufmerksam machen auf unseren IMOC-Prozess, das integrierte Mobilitätskonzept für die Gesamtstadt Paderborn. Auch das ist im Moment ja noch ganz aktiv in der Bearbeitung. Auch dazu wird es nochmal Öffentlichkeitsbeteiligung geben. Und dann nutzen Sie bitte die Möglichkeit, sich dort einzubringen, weil ja nur auf dem Weg können Sie eben gehört werden. Und von daher vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Und ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und dann freue ich mich auf die nächste Veranstaltung. Bis Ende des Jahres wollen wir durch sein. Also das heißt, da haben wir noch einiges vor uns, ein ambitioniertes Programm und Sie können uns mit begleiten. Vielen Dank.